Die alten Tomb Raider-Lappen stehen der Next Generation Lara ausgesprochen gut. Anniversaries lebt vom nostalgischen Flair des Originals. Und das gar nicht mal schlecht. Und damit geht's weiter mit dem dritten Teil. Wie sollte es auch anders sein? Wir spielen uns durch die Remaster-Trilogie von Tomb Raider, einem alten Klassiker, den ihr natürlich kennt. Und bei dem wir gucken, ob es genauso, vielleicht sogar noch ein Ticken besser ist, als man es erinnert. Normalerweise verbessern wir ja Spiele in der Erinnerung automatisch, weil die einfach die Erinnerung sich nicht ganz daran erinnert, wie schlecht es wirklich aussah. Heute mit Remastered-Versionen hat man da ja quasi so einen leichten Filter, der einem dann diese Erinnerung zurückholt, auch wenn es damals nie so war. Es sieht halt einfach ein bisschen tighter aus. Na gut, bei den Zwischensequenzen und Intros muss ich sagen, ist das nicht immer der Fall. Ich bin ruhig. Ihr wollt natürlich alles mitkriegen. Zum ersten Mal machen sie auch mal ein bisschen dramatische Musik am Anfang rein. Da ändert sich offensichtlich schon so ein bisschen was in der Machart. Aber sie fangen schon immer noch an, dass man so ein bisschen den Ursprung des Mythos am Anfang ohne große Erklärung beobachten kann bei der Arbeit. Vielleicht komme ich nicht mal durch und das Ding sendet gar nicht. Ich kann kein einziges Wort verstehen, Willard. Hier läuft alles bestens, Sir. Zieh das Ding raus! Los, hoch damit! Sofort ausschalten! Ausschalten! Heda! Ausschalten! Ne? Weird, dann auch mit diesem Star Wars Wipe. Auch die Geräusche eben. Auch das? Also, das ist doch offensichtlich in gewisser Weise eine Star Wars Hommage gewesen gerade. Ob es eine gelungene ist, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Danke, Normale. Nee, ist schon ein bisschen jünger, Sir. Oh, das war ganz cool. Billy. Aber der sprengt doch so gern. Elende Pyromanen. Wusstet ihr, dass die echten Köpfe auch Schultern haben? Dass die eingegraben sind? Dass die quasi irgendwann mal eine Flut, was auch immer, von Schlamm begraben wurden? Hammer, oder? Wusste ich lange nicht. Hat mich mega geflasht. Das ist erstmal, ich konnte es nicht glauben. Was? So, ne? Auf der, ist es die Osterinsel? Die Köppe, die Manfreds. Für mich sind es Manfreds. Kannst du sagen, was du willst. So, wir sind also jetzt in den ersten Anfängen von Tomb Raider 3. Direkt sieht man. Ja. Ist natürlich dieselbe alte Optik in neu. Aber es sieht da einfach auch toll aus. Man sieht aber in diesem Fall auch jetzt nicht den mega großen Unterschied zwischen dem alten Teil 3 und dem alten Teil 1. Also die haben wirklich lange auch dieselbe Engine genutzt. Ja, warum auch nicht, ne? Wenn es doch funktioniert, warum sollte man da irgendwie ein Risiko eingehen? Aber ich kann mich erinnern, dass irgendwann Tomb Raider auch optisch so ein bisschen altbacken wirkte. Man kann ja auch nur so und so viel machen aus dieser Blockbausatzgrafik. Was ist denn das jetzt? Ist der von... Was? Wo ist der denn jetzt hergekommen? Habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe eine Sache, die einige Leute einfach mal gesagt haben. Zum einen F5 zum Speichern. Moment. Ja gut. Geht ein bisschen schneller. Quick Save wäre besser gewesen. Aber F5 zum Speichern muss ich nicht immer mit dem Controller machen. Das ist ein guter Tipp. Und der andere ist, naja, was heißt Tipp? Es gibt ein paar Diskussionen. Ich habe mir zumindest unter dem ersten Video und natürlich die Kommentare auch mal angeguckt. Es gibt ein bisschen die Diskussion, welche Steuerung die bessere ist. Oder welche Steuerung besser ist, um Lara zu steuern, euch zu zeigen, wie das Spiel funktioniert. Ich habe jetzt nochmal auf die alte gewechselt. Einfach, weil das natürlich auch für mich
jetzt immer eine Umstellung war, weil ich nichts machen konnte, so wie ich wollte. Oh, habt ihr es gesehen? Schön und Rückwärtssalto. Ich werde sicherlich jetzt ein paar Mal sterben, weil ich irgendwas mit der alten Steuerung und der neuen verwechsel. Das nochmal bis jetzt springen. Was heißt jetzt hier nochmal laufen? R1, okay. Also ich hatte ja echt einige Probleme jetzt auch bei den letzten Malen und ich glaube, das liegt meiner Ansicht nach ein bisschen an der Steuerung, wenn ich ehrlich bin. An der neuen. Dass die halt angenehmer ist, aber nicht so hundertprozentig zu dem passt, was man hier sieht. Ach, das soll hier Treibsand sein. Okay. Deswegen bewegt sich's auch. Ja? Früher hatte man tatsächlich richtig Angst vor Treibsand. Aus irgendeinem Grund. Hä, Moment. Ach so, jetzt wundere ich mich wieder. Jetzt geht's hier wieder, okay. Ich habe mich gerade gewundert, warum läuft sie jetzt nicht so, wie ich es will? Ja, weil du umgestellt hast. So, das habt ihr jetzt davon. So sieht das jetzt halt aus. Oh oh. Nee. Quadrat. Also, der Sprung ist immer noch ein bisschen außerhalb des Timings, aber das ist vielleicht auch einfach so. Vielleicht muss man ja einfach, vielleicht zählt es erst, sobald man losgelassen hat. Und direkt denkt man, soll man den wegballern? Aber der hat doch was geklaut. Ihr habt's gesehen, der hat was geklaut. Hier lag was und er hat's genommen. Das wird er bereuen. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ist er da? Hast du ihn gestellt? Zeig doch mal. Kamera, zeig doch mal. Dann gehe ich mal einen nach vorne. Nee. Oh, ah, ich wollte natürlich jetzt. Wie geht das jetzt? Wahrscheinlich X, oder? X? X? Nee. Kreis? Nee, auch nicht. Ah, man darf die Waffe nicht gezogen haben. Ich wollte eigentlich springen. Oh, oh. Okay, ziemlich viel. Na, wie kommen wir nochmal nach oben? Was? Komme ich da nicht zurück? Ah, okay. Ja, das ist ja krass. Da muss ich wahrscheinlich unten lang. Ne? Unten kann man ein bisschen besser. Nee? Bin ich jetzt hier, soll ich jetzt hier ertrinken? Einfach so? Strömung? Einmal weggerissen? Na gut. Gucken wir mal. Das machen die nicht. So was Gemeines machen die nicht mit der Lara. Die hat immer noch eine Chance. Im Zweifel haut sie wie im Film einem Hai auf die Schnauze, damit er sie mit nach oben nimmt. Immer noch meine Lieblings-Tomb Raider-Filmsequenz. Ever? Ach, nee. Jetzt ist ja alles anders. Okay, hochschwimmen. Es ist ein bisschen klobiger zu steuern, so. Es ist okay, aber man gewöhnt sich dran. So. Ist es X? Quadrat? Nee, Quadrat ist runter. Es ist wirklich halt natürlich jetzt alles anders, ne? Müsst ihr kurz mal gedulden. R2 auch nicht. R1 was? Auch nicht. Welchen Button kann ich noch drücken? X? Nee, ist halt wirklich nach unten. Tut mir leid, Leute. Es ist jetzt halt die andere Steuerung. Wir lernen das jetzt nochmal. Alles nochmal neu. Wenn ihr was sagt. Wenn ihr was wisst, meine ich, sagt's. Das ist aber auch furchtbar gerade. Na also. Es war A, aber man muss halt sehr nah sein, was wegen der Kamera nicht ging. Ich verstehe nicht. Naja, doch, ich verstehe, warum sie die Kamera nicht verändert haben. Es geht wahrscheinlich nicht besser. Bin immer noch nicht. Oh, schon, natürlich. Selbe Fehler noch. Ich bin immer noch nicht überzeugt von der alten Steuerung. Also, Leute haben sie gefeiert, haben gesagt: Nee, du, das ist schon besser so.
Damals vielleicht ja. Jetzt werdet ihr sehen, dass ich durchaus gelernt habe. Nicht tauchen. Ja, klettern. Okay, hier kann ich also nicht lang, weil mich die Strömung wegreißt. Da muss ich... Boah, Alter. Ich da lang. Ich meine, er macht mir nichts. Warum sollte ich, ne? Warum sollte ich mich jetzt hier mit ihm anlegen und Ärger machen? Aber ich dachte echt, die haben mir hier was geklaut. Scheinbar nicht. Ah ja, Moment, ihr wollt ja F5, ne? Stimmt. Ich kann mal gucken, was war das? Da ist so ein Baum, der geht so hoch und da geht das Ding auf. Okay. Irgendwo ein Stockwerk höher. Rechts ist eine Palme und eine Wand. Kurz mal schauen. Was ist umschauen? R1, okay. Da, oder? Nee, das ist auch so ein Baum, aber das ist nicht der Baum. Wenn ich da jetzt reinspringe, werde ich doch direkt wieder weggezogen. Oder ist das hier vielleicht... Es sieht so ruhig aus. Ich traue dem Ganzen noch nicht so. Aber hier ist sonst auch nichts mehr. Nee, nee, es ist schon richtig. Ihr seht schon, ne, dass die Steuerung, das finde ich sehr interessant zu sehen und auch beim Spielen es selbst zu merken, dass die Steuerung vorher war halt wirklich die moderne Steuerung, wo du einfach nur ungefähr die Richtung halt angibst und nicht so dieses Panzersteuerung-Ding hast, dass du geradeaus und links-rechts steuern kannst. Aber es passt natürlich wirklich besser zu der Machart der Level. Ich finde es aber im normalen Rumlaufen in der modernen Fassung besser. Ich finde es nur, wenn es um die Rätsel geht, also die Sprungrätsel, die Geschicklichkeitsgeschichten, hier die Momente, wo du ganz nah an die Kante ran musst, da ist es hier doch alles schon deutlich einfacher so. Und wahrscheinlich auch im Kampf, nehme ich mal an. So. Zum Beispiel, wenn ich jetzt R1 gedrückt halte, ne, dann dreht sie sich so, ansonsten dreht sie sich so. Das ist jetzt alles halt ein bisschen anders als vorher. Okay, wir werden es erst wissen, wenn ich gesprungen bin. Okay? Jetzt weiß ich immer noch nicht, was den Flachkörper auslöst. Ich probiere mal Quadrat. Nee. Ah, es geht einfach nicht. Aber wenn ich jetzt schwimme, vielleicht kann ich dann ja irgendwo anders hinschwimmen. Gucken wir mal, was hier gibt. Nee, ich muss wahrscheinlich wirklich das Seil oben benutzen. Seilzeit. Okay, das nehme ich. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, das ist der dritte Teil. Aber da hat sich optisch jetzt nicht so viel geändert. Aber die Entwickler sind ein bisschen, haben sich ein bisschen mehr, glaube ich, mit dem Editor-Tool angefreundet und konnten natürlich dann auch ein bisschen mehr rausholen. Ist ja oft immer so, dass man da am Ende nochmal alles aus der Engine rauskitzelt. Kennt man ja auch von Konsolen, wenn dann die letzte Generation rauskommt an Spielen, die nochmal wirklich was krass anders machen, wo man sich fragt, wo wart ihr all die Jahre? Also ich muss irgendwie hier hoch und dann das Seil benutzen. Würde ich sagen. Da ist die Tür offen. Jetzt sehe ich es ja. Perfekt. Ah, wie komme ich da am besten hin? Wahrscheinlich hier rüber. Na, da rutscht sie, ne? Nee, doch nicht. Gutes Schuhwerk. Aber ich kann ja auch hier. Ich glaube, R1 ist der Manipulationsbutton, um dann, ah, ich sehe schon, um diesen galanten Aufstieg zu machen oder den Flachkörper.
Beim nächsten Mal probiere ich's. Okay, hier sind Spikes. Und was ist das? Ein Hebel? Das sieht schon wieder alles so ungeil aus. Ich muss da hin, den Hebel ziehen, nehme ich mal an. Und wenn es nicht klappt, werde ich da zerquetscht, als ich versuche, da hoch zu gehen. Okay. So, möglichst schon mal ausrichten. Nee, passiert gar nichts. Jetzt. Warum sollte man so einen Button drücken? Oh, wie gemein. Gleich die ganze Packung. Ja, ich weiß, ihr hättet... Euch wäre dieser Fehler natürlich nicht unterlaufen. Verdammt. Komm ich da hoch? Auch? Super. Okay, geht doch schnell. Ah, warte mal, einmal kurz vielleicht. Hier haben sie sich ja dann doch schon sehr an diesen flachen... Blättern so ein bisschen orientiert. Da hätte man wahrscheinlich auch, aber vielleicht auch das macht die Engine vielleicht nicht, gibt es nicht her. Die haben das ja da drauf gebaut, nehme ich an, auf der alten. Aber ja, irgendwie sieht man ab hier, die Illusion ist dann schon ein bisschen weg. Da, ach, von hier kann man nicht ans Seil, okay. Na gut. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz. Nee, man hat ein bisschen das Gefühl, man hätte ihr Nippel gegeben. Der eine, ne? Ihr seht den einen auch. Ich binde mir das noch nicht ein. Das ist, ich dachte gerade, gut, habt ihr das jetzt? Sind wir jetzt hier in Red Dead Redemption 2, dass das hier an das kühle Wasser irgendwie, was da runterkommt, angepasst wird? Vielleicht ist es gar kein Wasser. Vielleicht ist es Sabberfäden der Zuschauer. Der größtenteils männlichen Zuschauer. So, jetzt reicht's aber. Spring ich da runter? Nein, das ist der Treibsand. Da will ich nicht hin. Ich hatte es doch eben so komisch, jetzt das wieder zu finden. Einmal falsch geklettert und schon weiß man nicht mehr. Da ist die Tür. Seht ihr? Da unten. Da oben sind nur Spikes. Ach so, da bin ich hierher gekommen. Okay. Moment. Hat es einen Timer? Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. War das nochmal? Ja, ja, okay. Nee, hier bin ich falsch. Ich muss ja eigentlich hoch nochmal zu dem Schalter, aber das hier, nee, das war es auch nicht. Hier sind wir, glaube ich, durchgekommen. Oder nee, haben wir den, hier ist er, genau, hier haben wir den Affen reinverfolgt. Ja, verfolgt. Ja, da geht's auf und jetzt machen wir es schnell. Nee, Moment, das ist doch nicht richtig. Wenn ich jetzt überlege, wie lange ich gebraucht habe fürs erste Mal, um dahin zu kommen, denkt man schon, okay, das hätte man viel einfacher haben können. Aber here we are. So,
X drücken, jetzt machen wir es super schnell. Achtung, nee, das so nennen. Jetzt, Achtung, ich drücke. Ach, da sind die Spikes schon. Ich hätte jetzt gedacht, es passiert nochmal. Aber interessant. Auch lustig, dass die auf beiden Seiten Spikes haben. Jetzt endlich! Hier, wo ich eben doch schon vor 10 Minuten war, drücken wir nun hoffentlich den richtigen Button A. Ja. Was? Oh, schon wieder die Scheiße mit dem Festhalten! Das hast du verdient! Ah. Wütend kratzt er sich die Innenseite seines rechten Nasenloches. Solche Sachen machten ihn immer stets sehr nervös. Dann fing er an, sich zu kratzen. Okay, nochmal. Alles nochmal. Aber irgendwie macht das auch Bock. Irgendjemand hat gefragt in den Kommentaren, warum ich bei dem Spiel so mies gelaunt bin. Nein! Das ist das ganz normale sich abfacken bei so einem Spiel. Ich verstehe gar nicht, wie man sowas spielen kann ohne. Das muss ich ganz ehrlich sagen, diese Energie muss doch raus. Und irgendwer muss doch schuld sein. Es können ja nicht wir alle selbst sein. Da muss ja irgendwer anders schuld sein. Hier zum Beispiel derjenige, der entschieden hat, dass man das gedrückt halten muss. Weil ich bleibe dabei. Die wissen doch ganz genau, was die machen. Sie sagen, ja, du musst es aber gedrückt halten. Einfach nur, weil sie wissen, dass dann 100% der Leute beim ersten Mal, weil sie es ja nicht wissen, runterplumpst. Und das ist zynisch und gemein. So. Wir drücken X und halten. Das hätte man vor allen Dingen beim dritten Teil längst mal ändern können. Aber nee, sie wollen es so. Das ist es ja. Ah, da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Dann von da oben vielleicht. Klettern ist wirklich viel einfacher mit der alten Version. Das war vorher echt eine richtige Pain. Vor allen Dingen hier dieses Ausrichten. Ich empfehle allen, das mal selbst auszuprobieren. Also, die hat Vor- und Nachteile. Ne? Das ist alles, was ich sage. So, jetzt nehmen wir den Quadratsprung. Okay, das hat nicht gereicht. Muss ich wahrscheinlich Anlauf nehmen. Oh, nein, nein, hoch, 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 ha, la, la, la. Jetzt geht das Kämpfen auch anders. Das muss man wirklich sagen, ist nochmal ganz anders. Wenn man jetzt halt diese geilen Salto-Flips und alles machen kann. Und dann hat man mehr das Gefühl, dass sie so übermächtig ist. Ah, schwierig. Es ist so viele unterschiedliche... Ey, was ist, du bist du der Kumpel oder was? Du warst doch eben noch Buddy. Guck dir das an. Die haben irgend so ein Buddy-System am Laufen. Das sind so ein Kumpels sind das. Hätte man früher gesagt. Heute weiß man ganz genau, dass das nicht nur sehr enge Freunde sind. Aber gut, klar, die sind ja auch ganz allein hier. Man nimmt, was eben da ist, in dieser kleinen Oase. Irgendjemand meinte auch, das sind keine Höhlen, das sind Grotten. Nee, nicht Grotten. Lichtungen. Stimmt, ne? Weil die oben offen sind, ja. Aber halt sehr kleine Lichtungen. Ich dachte, das wäre wichtig. Ist keine Wichtung. Oh, hier, das ist ganz cool. Da sieht man jetzt das ganze Gemüse. Und dann aber auch, finde ich sehr schön, was im Neuen alles dazukommt. Also hier hat man sich dann schon die Freiheit auch gegönnt, mal ein bisschen mehr Vegetation einzubauen. Aber man erkennt dafür hier ein bisschen besser, dass da oben ein Stein ist.
Warum kommt der nicht? Ach, der ist so ein hinterhältiger Stein, so ein Fallenstein. Der kommt erst später und dann nehme ich mal an, geht hier das Tor auf und dann rollt er da runter oder so. Oder er rollt hier runter, sobald ich irgendwie was Wichtiges gemacht habe. So oder so hat er mich als Ziel. Dessen bin ich mir sicher. Vielleicht jetzt. Vielleicht rollt er jetzt. Nee. Man kann in den helleren Retro-Leveln, in der helleren Retro-Optik, meine ich, kann man schon besser... Ja, kann man schon besser erkennen, wo man hin muss. Und man hat halt so eine etwas erleuchtete Sicht auf alles. Einfach viel heller, es brennt sich richtig rein. Aber es ist halt nicht unbedingt realistisch, ne? Oh, ist das wieder die Geschichte? Weil da möchte ich jetzt nicht nochmal... Ja, da ist das Ding. Ja, ja, das ist das Ding hier. Da sind auch die Fische. Die Fische. Ist auch noch irgendwas, ne? So ein Stock? Ne, es kann nichts. Kann alles und nichts sein. Wenn ich da hüpfe, bin ich in der alten Arena. Okay, da wollen wir also auch nicht hin. Es ist tatsächlich ein Dschungel. Hier ist so ein Hebel. Nur wie könnte ich daran vorbeikommen? Kann ich hier vielleicht draufklettern? Nee, ne? Wie das Ding da wartet, ne? Man fragt sich immer, wo kommen die her? Ja, die stehen dann hier stundenlang, wochenlang, jahrelang. Ach komm, und warten. Auf Aristokraten. Und sie ist da auf jeden Fall ein geeignetes Ziel. Okay, nee. Schwierig, jetzt einen Ausweg zu finden, weil das sind ja alles Ecken, die wir schon mal uns angeguckt haben. Ich werde auf jeden Fall wieder darunter gesaugt. Und da hat keiner gewonnen. Kann ich hier lang? Ah, immerhin. Tja. Wird man nach hier unten gesaugt? Oder in diese Richtung, das wäre auch nochmal relevant. Ich glaube, ja, ich weiß es aber auch nicht. Ich glaube, man wird hier runtergesaugt. Da hilft das hier alles auch nicht. Übersiehst du den Hebel oder warst du schon dran? Also ich habe diesen, nur damit wir uns verstehen, ich habe diesen einen Hebel hinten, der uns hier, nee, war es das? Nee, nee, weiter hinten. Hinter dem Ding hat uns doch eine Geschichte was geöffnet. Und da sind wir doch durch. Also ich weiß es gerade auch nicht genau, welche du meinst. Ich bin schon zweimal dran vorbeigelaufen, dann muss es hier irgendwo sein. An dem Hebel. Echt? Deswegen rennt man. So, wir laufen da jetzt noch ein drittes Mal am Hebel vorbei. Ich habe ihn nicht gesehen, wenn da einer war. Vielleicht sollte man echt diese Optik nehmen, oder? Ich glaube, die Optik ist jetzt im Moment besser. Na, okay, dann gucke ich da jetzt halt nicht hoch. Okay, das könnte irgendwas sein. Aber es sind nur Lianen. Ha!
Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Da drüben ist die andere Seite, ne, wo wir eben schon waren. Ich kann nichts für die Kamera an dieser Stelle. Ah, hier? Nee, ach, das war ja das Ding. Jetzt lande ich wieder bei denen. Na okay, das kommt irgendwann später. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo Leute immer gesagt haben, hat das nicht gesehen? Ich weiß wirklich nicht, welchen ihr meint. Aber ich springe nochmal rüber. Und dann machen wir das einfach nochmal. Vielleicht ist das für euch leichter zu sehen, aber ich... Im Tunnel. Oh, da ist ja nur der eine Kleine. Ich nehme an, das meint ihr nicht. So, jetzt sind wir hier. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Jetzt geht's hier rechts rüber. Genau dasselbe wie eben. Wahrscheinlich meint ihr den, ne? Ach, da ist ja wirklich was. Ey, aber, na gut, okay, jetzt sehe ich's. Wo ich drauf achte, sehe ich was, aber... Kann es sein, dass ich vielleicht hier so also in der Optik durchgelaufen bin? Weil da erkennt man es noch weniger. Aber ja, ja, okay, jetzt, ich sehe es. Aber das ist auch schon... Aber das ist so ein Gesichtspalmierungsmoment, wo man, auch wenn man selbst spielt, denkt, wie konnte ich da all die Zeit vorbeilaufen? Nein, nein... Okay, gut. Jetzt geht das auf. Bist du ein Freund? Ja. Gut so. Seht ihr, ich habe hier jetzt mal mit Grillbesteck. Hat auch ihn kein einziges Mal gesehen. Ich habe ihn wirklich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Versteck dafür. Okay, das hat nicht funktioniert. Ey, wie viel hältst du aus? Ich wollte natürlich jetzt einfach mal was Cooles machen und so einfach mich auf die Augenhöhe und dann ballern, bis das Ding bei mir so rutschend ankommt, wie bei Herr der Ringe. Und das war völlig anders. War viel blöder. Cool. Aber ich habe ja nur das. Mich schon gefragt, wo der zweite bleibt. Das ist lustig, Leute. Ihr seid wirklich die allerhärtesten Super-Nerds, wenn ihr sogar wisst, dass hier zwei von denen sind. Spinnt ihr? Was habt ihr denn die letzten 20 Jahre gemacht? Habt ihr das alles die ganze Zeit gespielt oder was? Habt ihr da irgendwie
Also ich habe hier VHS-Kassetten gehabt früher und habe damit immer Spielsequenzen aufgenommen, die ich cool fand. Let's Plays, bevor es sie überhaupt gab. Warum nicht? Weiß ich auch nicht, der Einzige. Aber da musste ich gerade dran denken. Das macht ihr vielleicht. Guckt ihr euch immer schön, ja, guckt euch immer schön Best of Tomb Raider an. Kann ich denn kriechen? Weil eben beim Ballern hatte sie ja so eine komische Hocke da. Wenn ich die... Kann ich dann... Ja, genau. Ich folge dem Affen in seine Höhle. War das Krabbeln neu im dritten? Ich habe so ein Gefühl, dass wir das ja auch noch nie benutzt haben, dass es, glaube ich, neu war. Nase juckt. Mit dem Remastered kann Lara auch im Ducken nach vorne rollen. Die Option wurde im Original zwar ins Spiel programmiert, aber wurde von den Entwicklern nie reingebracht. Auch im Ducken nach vorne rollen. Jetzt müsste ich nur wissen, wie, ne? Ich krieg's nicht hin. Aber ich glaube dir sogar, dass es geht und auch, dass es damals schon geplant war, ja. Was ist denn jetzt los? Hört! Ah, okay. Nee. Nein, ich will eigentlich zur Seite. Ist das dann... Ich will mal zur Seite springen. Ah, okay, ich sollte vielleicht... Genau, erstmal abspeichern. Ich habe schon wieder nicht abgespeichert. Ich wäre jetzt gleich schon wieder gestorben, ey. Es ist so dumm. So, jetzt hat es mit dem Seitensprung endlich mal geklappt. Ob Lara Croft auch gut kochen kann? Ich glaube, bei ihr bleibt die Küche kalt. Ja, also gemäß der Lore nehme ich mal an, dass sie das auch nicht so gut kann, weil sie ja auch wahrscheinlich mit dem silbernen Löffel im Mund ernährt wurde. Warte mal, war hier, bin ich durchgekrochen, oder? Ja. Ja. Einfach so. Muss ein militanter Affe liegen gelassen haben. Na gut. Der schwebende Kristall eben war ein Speicherkristall, den man auf der PS1 brauchte. Das meinte ich. Ich habe mich nämlich auch so dran erinnert. Kann man hier überall speichern oder war das vielleicht nur auf der Konsole so oder am PC? Ich weiß es nicht mehr, wie das genau war. Vielleicht war es auch ab dem dritten. Da ist tatsächlich wieder so ein Speicherding. Weil genau diese Dinge habe ich mich irgendwie auch erinnert und seit Teil 1 frage ich mich, welcher Teil davon falsch erinnert ist. Da kann man reinkriechen, ja. Okay, wie könnte man... Ich glaube ja, sie kann aus dieser... Also sie kann da reinspringen und vielleicht sich dann hochziehen und direkt in die Hocke gehen. Das könnte ich mir bei ihr vorstellen. Ach, wir machen mal F5, ne? Nee, oh, da sind sogar extra unten. Was ist denn Laden? F8? F9? Nicht verwechseln.
So, wir machen es jetzt nochmal. Ich bin doch überrascht, wie gut es eigentlich mit der alten klassischen Steuerung funktioniert. Man hat einfach, man ist sich sicher, dass es klappt. Ja, okay. Also sicher, dass die Sprunglänge klappt und dass man da nicht ein bisschen rumfriemeln muss. Und man läuft nicht Gefahr, runter zu springen aus Versehen. Aber das kann man natürlich auch beim Original, bei der anderen Variante verhindern. So, ich versuche da natürlich, mich festzuhalten, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ja. Ist gut, ich verstehe. Ich verstehe euch. So. Ich wollte jetzt gerne mich so umdrehen und so. Hast du mir gerade auf den Arsch geguckt? Hast du mir... Ah, es geht nicht, leider. Na gut. Der Kameramann immer so. Ich gehe mal hinter dich und sie weiß genau, warum. Ja, damit man besser sieht. Habt ihr es gesehen? Ah! Alter. Gemeinheit. Einfach nur gemein. Direkt in die Spikes rein. Und bei ihr reicht die bloße Berührung. Sie hat eine Spike-Allergie, eine Spitzenallergie. Sie ist gegen alles allergisch, was... Deswegen auch mit dem Kochen. Ja. Ah, ey, schon wieder, also man muss auch mal sagen, es geht sehr schnell. Alter, du Saulappen! Alter, wir haben schon wieder eine Stunde. Und das Spiel schafft es tatsächlich, dass man auch so die Zeit vergisst, obwohl es so alt ist, obwohl man es ja auch schon mehrfach gespielt hat mittlerweile und alles, kriegt es einen dennoch irgendwie, ob ich da in dieses düstere Loch hinein laufen sollte. Gucken wir erst nochmal, was hier sonst ist und speichern wir erst nochmal ab. Ich glaube, wir müssen da rein. Wir speichern nicht. Geronimo! Was? Oh, komm! Okay, da waren halt doch einfach Spikes und ich bin waagerecht in die Spikes reingelaufen. Aber das ist doch trotzdem, irgendwas ist da doch. Okay, ich hab leider jetzt nochmal die Items, muss ich nochmal einsammeln. Ich schaue immer auch mal, ob ich mich umgucken kann. Meistens bleibt die Kamera aber irgendwo hängen, weil es einfach sehr eng ist. Ich meine, jetzt sehe ich die Spikes, aber was heißt das? Ich muss ja irgendwie trotzdem... Ich frage mich gerade, ob die Affen einem eigentlich helfen, wenn man sie nicht umbringt. Also ob es die Möglichkeit gäbe, vielleicht ist es schon zu spät, mit den Affen irgendwie eine freundschaftliche Beziehung einzugehen. Indem ich sie nicht umbringe, sondern nur alle anderen oder ihre Fressfeinde oder so. Weiß es nicht. Oben sind auch wieder Spikes. Ah, hier, ne? Da will man so ein bisschen wie in Meat Boy oder in tausend anderen Spielen, ne? Limbo, ne, da nicht. Aber so pjoing, 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 sich so diesen Kamin hoch parkouren. Schwierig. Schwierig. Die suchen Schlüssel für mich. Okay, das ist... Seht ihr, ist genau das, was ich meinte. Das ist sehr interessant zu wissen.
Oder meinst du deswegen dem Smiley, dass wenn ich die abknalle, haben die einen Schlüssel dabei? Das bedeutet nicht dasselbe. Ich muss da nochmal runter. Vielleicht muss ich ja irgendwo anders lang. Nee, ne? Nee, vielleicht sind die Spikes irgendwann weg oder so, aber... Nee, das ist keine gute Idee. Man hat Fackeln. Oh, das ist vielleicht... Das stimmt, ab dem dritten gab's Fackeln. Ja. Wow, cool. Das ist ja mal ein geiler Tipp. Danke, Chat. Wird mir hier vielleicht jetzt gar nicht helfen, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, das ist kein guter Weg. Hier kannst du den morgendlichen Jog durch den Tempel nicht antreten. Schade, das wäre sicher eine gute Abkürzung gewesen. Langsam durch. Okay, das ist danke. Das ist auch ein sehr guter Tipp. Ich wusste nicht, dass das so geht. Das ist halt alles jetzt neu beim dritten. Ich habe es nicht mehr so... Dann machen wir das mal. Okay. Erscheint mir doch alles logisch. Ja, aber... Und hier soll ich dann da so drauf hüpfen oder was, ne? Und wenn ich jetzt falsch hüpfe... Spikes hassen diesen simplen Trick. Ja, die verlassen sich halt wieder mal auf die Schwerkraft. Ah, das war die Ecke. Hätte ich aber eigentlich auch zurück... hätte ich auch einfach anders zurückkommen können, merke ich gerade. Also zwei mögliche Eingänge. Aber wir haben jetzt... Wir haben halt leider gar nichts groß bekommen jetzt, ne? Wir haben diese Kristalle nur, die helfen uns nicht dabei. Ich glaube nicht, dass wir wieder zurück müssen. Vielleicht, wenn wir einen Schlüssel hätten, irgendwas, ja, klar. Aber so? Ah, das ist auch eine gute Idee. Pistolen sind des armen Mannes Fackel. Stimmt, wenn man schießt, ne? Kurz mal gucken. Ja. Schlecht für die Ohren, aber gut für die Augen in dem Fall. Okay, das Loch. Und vielleicht sollte ich nochmal, aber... Jetzt nochmal bei dem Affen da durch, dann lande ich ja auch wieder nur am Anfang. Waren wir, aber kann man da nicht noch höher springen vielleicht? Da so über ihren Kopf rüber. Oh, fuck. Okay, nee, da kann ich nicht durch. Dann nächster Raum.
Ist das da rechts vielleicht wieder ein Hebel? Nee, ist einfach nur, das ist nur ein Ast. Einfach nur irgendein Ast. Moment, und da ist aber auch nichts. Da waren wir auch schon. Frag mich gerade, ob wenn ich da runter, ob ich, ne, wenn ich da runter hüpfe, das ist, das kennen wir schon. Ah, ich muss es trotzdem ausprobieren. Vielleicht ist es irgendwas Neues. Es ist, ach, okay. Ja gut, logisch. Irgendwie dumm. Aber dann mache ich das jetzt doch nochmal hier rüber. Ja, das ist ein Speedrun. Na, ich meine, alles ist im Grunde ein Speedrun, wenn man einfach anfängt und nie wieder aufhört, ne? Und dann so lange macht, bis man durch ist. Hat halt nicht jeder dieselbe Geschwindigkeit. Absicht, dass keine Kategorie eingestellt ist? Nee, das ist natürlich ungewöhnlich und komisch. Ich stell's mal gerade ein. Weiß auch nicht warum. Ich hatte es eigentlich eingestellt. So, 1 bis 3 remastered. Da ist es. Da habt ihr eure Kategorie. Nee, brauchen wir natürlich schon. Ist auch danke, ist auch wichtig. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir ja schon. Vielleicht finden wir diesmal einen Weg. Da bin ich reingekrochen und dann bin ich deswegen und dann bin ich auf der anderen Seite quasi wieder rausgekommen, ja. Und hab dann gedacht, dass es das war. Aber nein, wir haben ja hier die Ecke noch. Hier kann man ganz sicher irgendwo noch mehr machen. Da zum Beispiel, die gehen ja irgendwann auch nochmal auf. Oh, da ist ja sogar, das ist ja schon offen, geil. Das ist ja gar keine Tür. Meiner schönen jungen Dame mit viel Geld auf dem Konto stehen alle Türen offen. Na, oh, ihr seid aber ganz schön spitz auf mich, oder? Ha, ich bin Lara Croft, ich bin jeden Abend hier, ich mache jetzt seit neuestem Comedy. Ja, ich habe auch einen Netflix-Deal. Die wissen das nur noch nicht. Lohnen sich die 30 Euro? Ich finde ja. Also klar, man muss natürlich Bock haben, hin und her schalten zu können. Und man muss Tomb Raider-Fan sein. Und man darf sich nicht so sehr aufregen, wenn die Kamera nicht immer optimal ist. Wenn der Affe da oben einem die ganze Zeit stalkt und vieles anderes. Also da, ne, kommt ihr hoffentlich mit klar. Dann aber habt ihr hier ein richtig schönes Stück Geschichte vor euch. Ah, shit. Nein! Jesus! Ärgerlich, aber witzig, das stimmt. Das ist wahr. Ich muss mich nur schnell beeilen, dass ich jetzt nicht wieder vergesse, wo ich hin wollte. Aber nein, wir sind ja letztes Mal durch den Baum hier. Also müssen wir jetzt über den Baum, durch die, die Tür, die Dschungeltür. Ja genau, und es sind auch die DLCs dabei. Darf man auch nicht vergessen, die damals nicht so populär waren, weil man die DLCs halt damals nicht so kannte. Es gab die Mission Discs, die hat man sich auch mal geholt oder so, aber das hatte nicht den Stellenwert von heute. Aber die sind auch dabei. Also wer, und das ist ja eigentlich schon das Schöne daran, das ist ja wirklich so. Also mir geht's ja, obwohl ich Story mag, geht's mir bei Lara Croft wirklich genauso. Da ist der Raum erzählt oder der Tempel,
die Höhle, wo auch immer man ist, erzählt so ein bisschen die Geschichte. Und es macht halt Spaß, diese Rätselräume zu lösen. Und da ist dann eigentlich die Story, sage ich mal, wirklich komplett irrelevant. Das macht man, also zumindest geht es mir so. Übrigens, merkt man jetzt mal im Vergleich mit dem doch etwas, also es wirkt so ein bisschen, als wäre Lara Croft nach Teil 1 mega erfolgreich geworden. Dann hat sie die falschen Leute kennengelernt, die wisst schon. Und dann hat sie das Partyleben genossen. Und dann denkt sie aus irgendeinem Grund, so, und Teil 2 ist in Venedig. Und so ist der zweite Teil. Da fängt's an mit Venedig. Und dann hat sie endlich ihren Entzug gemacht, hat so eine Ayurveda-Kur gemacht, hat mehrere Entziehungskuren. Immer wieder hat sie da der Butler einmal so im Kreis die ganze Zeit zwischen hier der Kur, ihr wisst schon, ne? Die haben die eingesperrt und entdrogt. Und dann ist sie wieder zurück zu ihren Wurzeln, nämlich zu den Wurzeln schlechthin, dem Dschungel. Und deswegen ist der dritte Teil, fängt direkt an mit sowas und kommt dir jetzt nicht mit Berlin oder Paris, so, obwohl diese Sachen später, ich glaube im Angel of Darkness findet sich sogar Paris, aber da muss man sagen, Angel of Darkness ist ja dann wirklich auch der Versuch, so ein bisschen eine andere Story zu bieten, die vielleicht jetzt nicht nur mit solchen Dschungelhöhlen und so zu tun hat. Das muss man dann ja auch mal schätzen. Sie haben es versucht, hat nicht geklappt, aber so wie bei Capcom ja auch, man muss es versuchen, um zu wissen, dass es nicht klappt. Versuch macht klug. Ja, ich weiß natürlich, es war grausig, das weiß ich. Aber es ist trotzdem, ne? London kommt sogar noch, lese ich gerade, im dritten Teil. Also hier jetzt irgendwann. Ist eine gute Frage, ne? Gute Frage, sehr gute Frage. Ich weiß nämlich gerade auch nicht. Als jemand, der Teil 1 und 2 als Rotzer gezockt hat, wo hätte ich denn die DLCs damals herbekommen? Gab es die auch auf CD? Ja, aber jetzt, wo du es sagst, die muss es dann ja eigentlich als einzelnes Spiel auf einer einzelnen CD gegeben haben. Das, in keinster Weise war das irgendein Add-on, sondern es wurde halt, es war dann nur das drauf. So ein bisschen wie bei Metal Gear Solid, die Secret Missions, also diese VR-Missions. Ich glaube, das heißt so ähnlich. Irgendwie so. Und da waren dann auch nur diese VR-Missions drin. Okay, Leute, wir machen mal ganz kurz Pause. Ich hole mir einen Kaffee. Das kann aber mal 3 Minuten dauern. Währenddessen gebe ich euch auch was. Ach ja, und übrigens, vielen Dank. In letzter Zeit haben sehr, sehr viele neue Leute abonniert. Danke an alle, die jetzt aufgrund von Tomb Raider abonniert haben. Das bedeutet mir super viel, dass jetzt gerade mal wieder ein bisschen Zuwachs kommt. Frisches, junges Blut von alten, weißen Männern. Das habe ich besonders gern. Insofern vielen Dank. Ich habe noch einen zweiten Kanal, Montauk. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier im Stream mal vorbeischauen. Da läuft dann auch sowas hier. Das ist nur für euch. Und sobald wir 100.000 haben, gibt es auch einen neuen Song. Der heißt Fuß. Aber bis es soweit ist, gibt's den Stuhl. Bis dann. Lara Croft. Yep, die Frau, die alle Klischees einer weiblichen Computerspielheldin zwischen zwei gigantischen Waffen verbirgt und selbst nach 10 Jahren immer noch genug Material für eindeutig zweideutige Moderationen liefert. Zu ihrem 10-jährigen Jubiläum haben die Entwickler ihrer Heldin wieder ordentlich Holz vor die Hütte geknallt und ein Remake von ihrem ersten Abenteuer gemacht. Tomb Raider Anniversary bringt das zusammen, was zusammengehört. Dicke Action und dicke Retro-Gefühle. Wupp, wupp. Ich bin wieder da. Ich habe einen Kaffee. 1 Sekunde. Be quiet, meine Damen und Herren. Mein Sponsor ab Juli bis Dezember. Okay. Hier, wir sind da. Es geht weiter. Nein! Das war ja offensichtlich der falsche Weg. Ich habe deine Kindheit, Jugend geprägt. Deine Mutter hat gesagt, sie erzählt dir das nicht. Die hat gesagt, das bleibt unser kleines Geheimnis. Egal, was sie sagt. Das ist alles gelogen. Ich kenne dich gar nicht. Dass wir gleich aussehen, ist Zufall. Und ich zahle gar nichts. Aber ja, hallo. Fühl dich willkommen.
Also, ich finde es gut, dass die Affen nicht aggressiv sind. Weil alles andere verstehe ich, aber bei den Affen hätte ich es mir irgendwie echt ungerne gemacht. Die verprügel ich gern in Wolong oder so mit, ne, wenn die auch aggressiv sind, aber doch nicht, wenn die Affen nur chillig hier eine Banane nach der anderen sich schälen. Das geht nicht. Ist nicht okay. Das weiß auch Crystal Dynamics, die Entwickler. Nix! Ja, natürlich, irgendwas, ne? Aber was? Ah, lass mich raten, irgendwas rollt mir in meinen. In meinen Rücken, genau! Okay, komm, dafür haben wir die Dinger da. Wir nehmen mal ein paar Fackeln. Ah, die Fackeln waren auch ein guter Tipp. Ich frage mich, wie die Affen das machen. Dass bei denen nicht ständig irgendwie diese Geschichte losläuft, dass ständig irgendwelche Steine rumrollen, ne, oder irgendwas sie umbringen will. Nö, die leben, die chillen hier einfach. Zusammen mit dem Stein seit Jahren. Wie komme ich denn jetzt da bestenfalls weiter? Oh, sei doch nicht so eine Umweltverschmutzerin hier. Wirf dir die Fackel einfach weg. Und die Munition, Lara, die habe ich schon alle gesehen. Hast du auch noch nie aufgehoben. Noch nicht gesehen. Die Affen haben die Falle gebaut. Ja gut, das würde vieles erklären. Ja. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nee, du sollst den Controller nehmen. So, jetzt geht's wieder. Okay, dass der noch nicht tot ist, heißt ja, dass wir irgendwas richtig gemacht haben. Und dass wir an der Stelle sind, wo... Na, vielleicht, wenn ich hier runterhüpfe. Aber hier kamen wir doch auch hoch. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es muss hier oben irgendwas sein. Oh, jetzt lenk uns doch mal nicht ab. Ey, kaum sind mal ein, zwei Affen da, musst du schon wieder irgendwie die Gymnastikstunde auspacken. Wir haben den Schalter umgelegt, dadurch ist ja irgendwas passiert. Was könnte denn passiert sein? Nee. Überspringen können wir nicht. So, wie... In der neuen Version... Der Bewegungs... der Steuerung. Kann man hier runterlaufen, einfach R2 gedrückt halten. Hier geht das jetzt so nicht mehr. Muss ich gerade gucken, ob ich nicht auch das Richtige... Ja, so. Und dann... Nee, auch nicht. So. Ja. Der ist ja offensichtlich jetzt in das neue... Gebiet reingekommen, weil irgendwas aufgegangen ist, ne? Shit, Mann. Da ist es aufgegangen. Ja, Mann. Freuden-Seitensalto. Warte mal, wie geht der nochmal? Nee? Freuden-Seitensalto. Warte mal. Freuden-Seitensalto. Da. Hui! 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 Ja, tell your friends. Ich bin jeden Samstag hier. Gut. Wir haben es geschafft. Und hier oben ist noch irgendwas zum Einsammeln, habe ich direkt gesehen. Ich bin echt ein bisschen schockiert, wie viel besser es sich mit der alten klassischen Steuerung steuern lässt. Alter, schon wieder so ein Stein! Stein Valley! Guck doch mal, das ist ja nicht mal der... sogar zwei schon! Da ist noch einer! Da ist noch einer! Ich lach mich
Ich lach mir einen Ast, Alter. Das ist ja unfassbar, was für eine schlechte Falle das war. Okay. Ich hab nicht gespeichert. Warum mache ich denn sowas immer? Warum mache ich das denn immer? Na gut. Ihr seid auch ein bisschen mit schuld. Ihr habt doch den Auftrag, mich daran zu erinnern, Chat. Ne? Vergesst das nicht. Das haben wir die letzten Tage geklärt. Ihr könnt nicht so tun, als wärt ihr heute erst reingekommen. Das haben wir die letzten Tage doch schon geklärt. Alle 2 Minuten muss dem Simon durch Spammen beigebracht werden, dass er speichern muss. Sonst passieren diese Dinge. Jetzt kommt hier gleich das Dingens rüber. Okay, da oben lauert er schon. Der Stein. Reines Glück. Ich wollte eigentlich wieder so runterkrapschen. Ging nicht. Ne, geh weg, geh weg. Jetzt kommen nämlich gleich die Dinger, ne? Jetzt kommen die gleich wieder runter. Ich würde sagen, wir rennen da einmal vorbei. Oh, geht gar nicht, okay. Oh, was ist der dritte? Wir gehen da gleich hoch. Erstmal ruhig noch gucken, wo es weitergeht. So, dann springen wir mal rein, oder? Natürlich, natürlich, natürlich. So geht's nämlich auch. Mystery. Oh, ist das nervig, dass es jetzt diese Speicherdinger gibt, die wir gar nicht brauchen, weil wir endlos speichern können. Und die werden einem jetzt so ein bisschen verkauft, als wäre das irgendwas Krasses. Na? Seht ihr was? Ich weiß, dass auf der anderen Seite was ist. Ich will es einfach nur mitnehmen. Ich glaube, ich drehe mich gerade. Ich laufe gerade aus. Okay, falsch. Ich drehe mich mehr. Ich drehe mich 180 Grad. Jetzt laufe ich zurück. Ah, die sind im New Game Plus relevant. Okay, das ist ja gut zu wissen. Ah, deswegen ging es nicht weiter. Schon lustig, dass man da Magnesiumfackeln findet. Und dafür eine braucht. Komm, nimm. Vergessen! Vergessen! Das war doch schon 40 Sekunden her. Oh.
Der Chat ist auch happy hier damit. Ja, es ist wie es ist. Wichtig ist doch nur, dass es ist. Na, komm. Ich hab's original nochmal gemacht. Das kannst du doch keinem erklären, ey. Das kannst du doch keinem erzählen. Ah, herrlich. Ah. Okay. Da wollen wir wieder hoch, aber wie? So, da und dann vielleicht so drehen, dann springen? Nee. So, ich will mich umgucken, aber es geht wegen der Kamera nicht so gut. Ja, vielleicht muss ich dann doch einfach da hochspringen. Ich hätte gerne einen Film, wo sie das alles auch nur durch so ein blödes Glück überlebt, aber trotzdem so selbstbewusst ist. Das klingt so ein bisschen nach Jack Sparrow. Überhaupt so schwer sein. Ja. Okay. Okay. Oh, darauf speichern wir erstmal. Spielst du auch den vierten Teil? Welcher war denn der vierte? Revelation? Den habe ich, glaube ich, noch für Game One damals getestet, glaube ich sogar. Bin mir ziemlich sicher, da habe ich allen unseren Mitarbeitern, allen Praktikanten, habe ich so ein Lara Croft Outfit angezwungen. Und sie mussten dann auch auf so einem Stein bei uns, auf einem Parkplatz von der Produktionsfirma, wo wir damals waren, war so ein großer Stein, kennt ihr. Und da mussten sich dann alle draufstellen und dann hast du da Gregor, wie er so Lara Croft Posen macht, in den Klamotten. Ah, Peak Game One. Das weiß ich noch, das war ein schöner Beitrag. Ja, und deswegen kann ich mir den vierten auch vorstellen, aber der ist ja nicht in dieser Compilation jetzt drin. Ich würde, wenn überhaupt, erstmal jetzt anfangen, diese vier Dinger durchzuspielen. Wenn da jetzt mega das Interesse ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ernsthaft, klar, werde ich den vierten dann auch spielen. Was ich halt nicht machen kann, ist Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alle gleichzeitig durchspielen. Das geht halt nicht. Jetzt sind wir wieder hier und haben eigentlich nicht so viel erreicht. Nicht so viel erreicht, Ranitzky. So fühle ich mich. Oh, ich mag diese Kieseltextur, oder? Hier, ich mochte die schon damals, wirklich so, weil die so, die hat so was Reines, Klares, da kriegst du das Gefühl, das ist nicht irgendeine brockelige Dschungelpampe, wo selbst der hinterste Affe noch abends reinkackt, sondern du hast eher das Gefühl, oh, das ist aber, da haben die aber in diesem Spa, haben die sich aber viel Mühe gegeben, 100-mal diesen einen Stein zu finden mit dem Loch in der Mitte. Komisch, dass die noch keine Affen entdeckt haben. So. Machen wir jetzt hier. Stehen wir wieder hier. Darunter, ne? Darunter.
Oh. Das ist die Ding, die wir aufgemacht haben. Geil, das ist ja Hammer. Und schon sind wir in dem richtigen Tempel. Boah, hier sieht's ja aus wie bei Tempels unterm Sofa. Dieser Gag wurde Ihnen präsentiert von Jahrgang 79. Was sagst du da, Nightbot? Du hast einen Amazon-Account und ein Prime-Abo noch nicht vergeben? Dann ist das der perfekte Moment, um mit Prime meinen Kanal zu unterstützen. Will jetzt sogar schon der Nightbot, dass ich ihm mein Abo gebe? Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal angucken. Weiß nicht, was der da meint. Lest euch das mal durch. Aha. Nee. Das ist irgendwie interessant. Shit. Okay, das weiß ich natürlich nicht. Da. Schwimmen! Keine Ahnung, wie lange das hält. Aber das war auf jeden Fall noch nicht richtig. Ich habe jetzt mehrere Sachen aufgemacht, aber nur durch eine bin ich durch. Ich glaube, man muss die so ein bisschen kombinieren. Ey, da haben tatsächlich ein paar Leute jetzt Prime abonniert. Das funktioniert ja doch. Mein Gott. Die Möglichkeiten. Okay, cool. Nee, hier kamen wir her, oder? Ich denke bei allem immer, wir kamen halt auch nicht her. Es sind mir zu viele Gassen, Schalter und verschiedene miteinander verwobene Schwimmbäder. Da ist jetzt gerade gar nichts passiert auf den ersten Blick, aber das ist wahrscheinlich, wenn man näher rangeht. Nee, auch nicht. Aber das war schon im anderen Bereich, oder gehen wir erstmal in den anderen Bereich wieder? Wann bist du wieder bei Almost Daily dabei? Bald, keine Sorge. Keine Sorge, liebe Freunde. Da unten ist zu. Nein. Ich will einmal kurz zurückschalten. Geht nicht. Das ist immer sehr, sehr gut. Das heißt, es gibt sowohl keinen Timer, als auch kein Rätsel, was damit zusammenhängt. Vielleicht doch. Aber das kann ja keinen großen Unterschied machen. Auf zu. Und das Ding bleibt. Gesundheit! Oh. Tomb Raider 3 war mein erstes, da war ich 9 bis 10 Jahre alt mit der PlayStation. Mein Gott, hatte ich keinen Plan und nur Schiss. Ja, so war das wirklich, genau. Man hatte wirklich sehr viel Zeit und hat später unterschätzt, wie lange man gebraucht hat für alles. Oh. Sorry. Also hier ist erstmal zu. Nee, hier ist irgendwas schon richtig, weil durch die eine Geschichte ist hier jetzt vielleicht was aufgegangen und hier machen wir wieder was für die andere Geschichte und dann... Oh, schön. Ja, schön, Leute.
vielen Dank, Fruchtknochen. Ey, sorry, ich muss gerade mich mal mega ausniesen. Oh. Ballern. Oh. Oh. Ballern. Oh. Danke wirklich für die Leute, die jetzt gerade anderen Abos geschenkt haben. Das finde ich sehr nett. Besuchst du mal Henno, wenn er DS3 streamt? Ich bin ja leider... Oh, nee, es war falsch. Oh, nee! Nee, mach ich nicht. Gehen wir vielleicht später hin, jetzt wo wir wissen, aber... Jetzt will ich erstmal wissen, was dahinter ist. Ja, wenn ich bei ihm mal bin, ich bin ja nicht in Spandau. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass ich da nicht so häufig bin. Aber ich weiß ja, dass er da so Open-Door-Policy hat. Und natürlich komme ich da gerne mal vorbei. Von meiner Seite aus natürlich gerne, aber... Ich bin einfach nicht so ein Dude, der sich da bei anderen erfolgreicheren Dudes in den Stream zwängt oder dann ständig so, hey, lass mal irgendwas zusammen machen, hä? Komm, wie wär's, wenn du denen mal sagst, dass sie meinen Kanal abonnieren sollen? Aber an sich natürlich klar, wenn ich mal da bin und so, aber ich arbeite ja nicht bei Instinct for House. Ich bin ja selbstständig sozusagen und deswegen bin ich da halt nicht so häufig, ne? Aber es hat mich sehr gefreut, dass er mir vor kurzem hier 6.000 Leute vorbeigeschickt hat, von dem auch viele geblieben sind. Also das war echt eine schöne Nummer. Vor allen Dingen halt auch mit Tomb Raider. War das dann auch so ein Spiel, wo irgendwie der Spaß von alleine kommt? Mhm. Also hier ist doch irgendwas komisch. Das ist doch nicht einfach nur irgendeine Ecke. Hm. Ah. Ist nichts. Diese ganzen Zeichnungen an der Wand und so, haben die nicht Copyright? Meine, wie alt können die sein? Wie alt kann sowas schon sein? 30 Jahre? 20, 30 Jahre? Ah, die Fackel, das finde ich hier abgefahren, dass die weiter fackelt. In beide Seiten, beide Richtungen sind die Kanäle wieder zu. Ups, nee, sorry. Alter! Komm jetzt. Hm. Wollte ich eigentlich nicht, aber noch bin ich völlig unschlüssig, wo ich hier hin kann. Ich meine, ich weiß ja jetzt, dass ich ganz zurück an den Anfang kann. Man könnte jetzt auch annehmen, dass da wahrscheinlich irgendwo was freigeschaltet wurde. Hier war doch auch nur ein Schalter, oder? Genau. Es scheint nicht anders zu gehen. Vielleicht, ne? So rechts ran. Oh. Hier bin ich so weit weg, dass ich scheinbar gar nicht weggetrieben werde. Okay, das ist interessant. Dann kann ich... Nein! Nein, nein, bitte nicht! Ah, okay. Es passiert eh nichts.
kann ich ja auch hier so einfach hinschwingen. Ich wollte da gerade drüber springen, aber nö, so geht's ja auch. Ein Wasserfall, wunderschön. Ah, oh, da möchte man direkt wieder in den Urlaub fahren. So, ich muss nur scheinbar aufpassen, wo ich hier reingetrieben werde, oder? Weil ich wurde ja schon mal hier weggetrieben. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich speichere trotzdem jetzt erstmal ab. Da ist was, ne? Dahin, hinter dem Wasserfall. Ach ja, ich bin da unten durchgeschwommen und dann bin ich direkt gelandet. Ja, das war's. Ah, okay. Einmal zu viel gesprungen. Wir hatten ja nix. Das. Massagestäbe und Luftblasen, Badematten für die Badewanne aus dem Otto-Katalog. Es gab eine Videogames, in der war so ein Erotik-Special über Sexspiele aus Japan. Und das war alles. Das war alles. Und dann kam das Internet. Und für ein Bild hast du mal schnell 5 Minuten lang geladen. Ihr versteht mich, ne? Ihr versteht alles. Jetzt bin ich hier oben und glaube, dass ich hier... Ja! Gut, dass ich nicht einfach losgerannt bin. Das ist ein schöner... Also das ist ein schönes Stück des Levels gerade, finde ich. Es wäre wahrscheinlich unfassbar schwer, sich hier irgendwo auch nur festzuhalten. Aber gut. Da hast du doch die ganze Zeit schon drauf gewartet, Lara. Ach komm, erzähl mir doch nichts. Ah, hier geht's nicht mehr weiter. Okay. Da ist dann auch nichts. Ah, hoch, okay. Ich glaube, ich kann von hier. Ich bin kein großer Freund von diesen herumhüpfenden blauen Hexagonen. Nee, wie heißen die? Polygonen. Weil die meiner Ansicht nach hier nicht so reinpassen. Ich verstehe, dass das so okay ist, so passt. Es könnte schlimmer aussehen, es könnte eine Diskette sein, die schwebt, aber irgendwie unnötig. Okay. Ja, okay, wir hatten noch Leisure Suit Larry und Elvira, stimmt. Das eine war Pixelporn und das andere war die Idee davon, dass man eventuell einen Mops sieht, den man aber nie sieht. Das hatten wir auch noch, stimmt. Und ich habe noch Samantha Fox Strip Poker und natürlich Sex Games. Sex Games, der Zerstörer jedes Joysticks. Und damit meine ich nicht euren Penis. Ach. Okay. Schwierig, hier jetzt noch was zu finden, um ehrlich zu sein. Darauf, okay, das ist es. Da sehe ich schon an der Entfernung, das ist jetzt schon wieder so eine Sprungeinlage. Ah.
Also eine Rennsprung-Einlage, aber es hat auch so geklappt, merke ich. Okay, wenn ich jetzt da drauf springe, rutsche ich runter. Vielleicht ist es ja ganz gut. Nee, ist nicht gut. Ich muss kurz mal speichern. Ist gar nicht nötig. Ah, vielleicht doch. Ah, hier geht's dann runter. Zum Anfang. Und ich glaube, dass da dieses Tor eigentlich aufgegangen ist, dass da die Geschichten trennt voneinander. Ja, okay, das könnte helfen, aber habe ich denn irgendwas anderes noch gefunden, was vielleicht hilft? Nee, nur die. Wenn ich jetzt einen Schlüssel hätte, dann würde es ja kein Problem sein. Und klar, ich muss an den Anfang zurück, aber ohne ein neues Item an den Anfang zurück, das kann eigentlich nur für einen Schalter oder so sein. Da ist der Ausgang und damit auch die Strömung. Aber vielleicht, ich meine, ist das auch die Strömung? Ja, ne? Weil da war dieses Doppeltor. Weil da bin ich ja letztes Mal. Weil man kann da oben drüber hüpfen, okay, aber da bin ich letztes Mal drüber gehüpft, aber man kann, glaube ich, auch da unten lang schwimmen. Ob das zu denselben Locations führt? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber hier waren wir jetzt überall. Da muss man natürlich noch hin, aber ich nehme an, dass man da hinkommt, indem man da über diese Ecken springt. Und da muss ich ja eigentlich nicht hin, weil diese Symbole-Dinger brauche ich nicht. Knapp. Ganz knapp. Okay, dann machen wir das jetzt hier. Geil, das ist tatsächlich eine ganz andere Ecke. Perfekt. Oh, shit. Oh, shit. Ah, der ist hier original hingekommen. Nicht so viel springen. Nicht so viel springen. Aber was machst du denn, wenn du mal nicht zur Seite springen kannst? Sie hat hier halt gar nicht genug Raum, um so richtig theatralisch hin und her zu hüpfen. Na! Damit mir nicht später wieder Klagen kommen über YouTube. Da hast du aber was liegen gelassen bei Minute 64. Ich kann nicht schlafen, deswegen. Und ich schreibe dann immer so rein, ey, Minute 64 ist eine Stunde vier, Digga. So. Also euch scheint es auf jeden Fall zu gefallen. Ihr habt auch viel Spaß und Nostalgie mit dem Titel. Oder ist es wegen dem Titel? Ja, dann gib den Schlüssel doch her! Wollte er ihn mir geben? Oh, jetzt fühle ich mich voll schlecht. Jetzt fühle ich mich voll schlecht, weil wollte der mir helfen oder muss ich den abknallen? Hat er mir den Schlüssel geklaut oder wollte er ihn mir bringen? War das seiner, zu seiner Wohnung? Komme ich jetzt in seine Wohnung und dann sitzt da irgendwie seine Frau und acht Kinder und alle irgendwie fragen, wo ist Papa? Der wollte ihn mir geben. Ah, da reden wir nicht mehr drüber, okay? Der wollte ihn nicht, der wollte ihn für sich haben. Ist wieder wie Herr der Ringe. Ähnlich tragisch. Bogomir. Er war Affen-Bogomir. Vertraut mir doch bitte einfach mal. Ich kenne meine Pappenheimer. Das ist sie. Sie ist die absolut feigste Jägerin, die hier jeden Tiger kaputt schießt.
mit ihren Waffen aus der Entfernung, aus einer erhöhten Position, ganz lame. Aber sie ist halt auch smart, sie will überleben. Oh. Sie ist ein Überleber! Sie ist ein Überleber! Jetzt wissen wir es. Aber warum ist denn der Löwe, der Tiger, da nicht reinge... Hat der hier auf diesen paar Plattformen überlebt, oder was? Der Unsinkbare. Ja, er war nicht kugelsicher. Da ist zu... Oh, hier links ist was? Ja. Sieht jetzt auch nicht so aus, als ob man da jetzt so gut hinkommt, ne? Irgendwie dahinter. Aber irgendwas muss ja sein, sonst wäre ja hier... Sonst wären wir ja hier mehr oder weniger gesoftlocked, oder? Wenn man nicht mehr zu... Oh, man kommt ja zurück, okay. Nee. Nee, mehr ist hier nicht. Schlüssel, wo kann ich den gebrauchen? Den kann ich jetzt zum Beispiel direkt am Anfang gebrauchen, wenn ich da irgendwo hinkomme. Und das sieht ja auch ein bisschen alles aus wie der Anfang. Da kann ich mich runterhangeln lassen, aber das lohnt sich nicht, da ist ja gar nichts. Aber da unten, ja, ja, okay, da unten geht es auch weiter. Oh oh. Oh oh. Ich dachte, man kann da hin. Ach komm, das war auch echt ein bisschen blöd jetzt gerade. Einmal den Kopf angestoßen, sofort vorbei. Simon, da ist der Level Anfang. Ja, das kann ja sein, aber ich überlege halt eben, ob man mit dem Schlüssel jetzt nicht da irgendwas aufmachen kann. Der ganze Weg hierhin ist ja auch nicht... Alter. Sie ist aber auch nicht die hellste, wenn sie ständig sich den Kopf stößt. Ja, wir haben jetzt diesen Schlüssel, ne? Der ist ja jetzt nicht unwichtig. Der reicht ja vielleicht, um am Anfang irgendwas aufzumachen. Dafür sicher nicht. Aber warum geht das dann hier nicht? Was? Sofort weg? Also wer hier nicht speichert, wird wahnsinnig. Was sagt ihr? Geradeaus bei der M-Safe rechts. Okay, dann gucken wir nochmal hier angeblich. Auf der Seite soll was sein. Hä? Ach, oh, okay. Oh, Leute. Das siehst du ja in keiner der beiden Varianten.
Das ist doch wirklich gemein, oder? Ja, okay, aber da haben wir es ja. Das ist neu. Echtzeit-Zwischensequenzen. Aber das setzt, glaube ich, nur die Stimmung. Tag 4, Tag 5. Hören Sie mich, Tag 5. Tag. Toni, du Trottel, ich weiß, dass du. Wuhu! Hallo? Hallo? Was denn? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Nur eine Kleinigkeit. Geht's Ihnen nicht gut? Wenn ihr nur aufhören würdet, ging es mir prächtig. Richtig gut. Aber. Ja! Wenn ihr aufhören würdet? Von wem reden Sie? Von euch allen. Hunderten von euch. Ihr plappert und quasselt, dass mir der Kopf platzt. Tja, ich weiß nicht, von welchem Planeten Sie kommen, aber ich wüsste nur gern, ob das ein Vaterartefakt in dem Tempel da oben ist. Voodoo-Zauber und so ein Zeugs, wie? Von sowas halte ich Abstand. Nein, kein Voodoo. Hören Sie, ist hier denn niemand außer Ihnen? Doch, natürlich. Randy und Rory. Randy und Rory? Wo denn? Was macht ihr hier eigentlich? Tja, die beiden bleiben da drin. Im Tempel. Ich hab sie gewarnt. Sie sollen da nicht reingehen. Jetzt machen sie nicht mehr viel da drin. Unter einer halben Tonne Geröll begraben. Ich hau jetzt ab. Schwing die Haxen. In diesem Dschungel verfault man ja von innen heraus. Ich würde Ihnen ja auch raten zu verschwinden, aber Sie sehen nicht so aus, als würden Sie drauf hören. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie da drinnen sterben werden. Sterben! Jetzt cheatet der da einfach weg mit einem Lachen auf dem irren Gesicht. Und sie muss die ganze Scheiße wieder sauber machen jetzt. Kurz mal, bevor wir jetzt weitermachen, eine kurze Geschichte, die ich euch zum einen sagen will, zum anderen sagen soll, zum anderen aber auch in Zukunft immer häufiger sagen werde. Ich spiele ja, wie ihr sicherlich wisst, mit einem Thrustmaster eSwap. Jetzt habe ich den neuen X2. Der ist richtig geil, weil man hier, man kann ja bei dem eSwap alles rausnehmen, ne? Also die ganzen Bedienelemente. Könnt ihr theoretisch jetzt auch hier euch so ein Ding kaufen und das dann alles ersetzen, ne, an eurem Controller. Aber ihr könnt euch, wie gesagt, auch einfach den eSwap X2 kaufen. Hier ist nochmal die Packung. Ich finde den echt sehr, sehr nice. Ich nutze den auch schon die ganze Zeit. Das alte Modell nutze ich auch. Den könnt ihr euch auch holen. Das ist der S, ne? Der ist auch nicht schlecht. Auch der hat hier natürlich die rauspoolbaren Elemente. Allerdings hat nur der hier auch den digitalen. Und das finde ich super interessant, weil man den dann auch rausholen kann und woanders hinstecken kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel den Analogstick hier unten dran machen und den digital hier nach oben. Was relevant wäre jetzt bei Lara Croft, weil man da ja eigentlich mit dem Digital, ne, ihr erinnert euch ja, mit dem Digitalpad steuert und das liegt dann ja hier. Ich steuere aber tatsächlich im Moment eh mit dem Analog-Ding, auch Lara, deswegen ist es vielleicht an der Stelle gar nicht so wichtig. Wenn ihr Bock habt, guckt doch mal bitte auf Thrustmaster und guckt euch den ganzen Kram mal an. Ich finde das nämlich wirklich sehr, sehr praktisch. Und da könnt ihr, wie gesagt, mit Mon Officiale, MON-Official, könnt ihr da Rabatte kriegen. Die haben eine Menge. Die haben auch, nur mal so, ich höre gleich auf, aber die haben auch ohne Scheiß hier einfach Thrustmaster. Macht einfach alles. Die haben ja angefangen hier mit diesen Dingern. Die kenne ich noch von Giga. Und Lenkräder habe ich auch noch. Da werde ich demnächst auch noch irgendwas mitmachen. Ja, und ist wirklich sehr empfehlenswert. Kann man auch 3 Analogsticks reinpacken? Ja! Ich habe sogar welche. Komm, kann man ja kurz mal machen. Ich meine, für die, die es interessiert, ne? Es ist ja wirklich ganz interessant. Also es gibt gerade bei Prügelspielen, wo man, glaube ich, mit Analogsticks die ganzen Special Moves oder so auslösen kann, ist es vielleicht eine gute Idee. Ansonsten gibt es sicher ein paar Spiele, wo man damit einen Vorteil hat. Ich weiß nur gerade nicht welcher. Es sind auch Tools dabei, wo ihr hier den Kram beleuchten könnt. Also es ist, ich empfehle es euch gerne, weil es wirklich auch was ist. Ich kenne ja Thrustmaster jetzt seit 20 Jahren oder so. Wirklich was ist, wo ich weiß, das ist auch gute Qualität. Ich benutze es schon lange und wenn ich es nicht kaputt kriege, kriegt ihr es wahrscheinlich auch nicht kaputt. Und wenn doch, könnt ihr, wie gesagt, die Sachen sogar austauschen. Okay, Leute. Es geht weiter. Wir spielen jetzt nochmal eine Map, ein Abenteuer, einen Exkurs mit der wohl schönsten Tutorin, die man sich vorstellen kann, seit der Reifeprüfung.
Und sie wird uns jetzt hoffentlich in die Geheimnisse einweihen, dieses Dschungels. Tod! Alter, Tod! Was geht denn hier ab? Riesenschlange! Riesenschlange! Und der Nils hat gesagt, Schlangen werden nicht 20 Meter. Diesen Schnipsel würde ich ihm gerne als Beweis vorbeibringen. Puh. Tot. Was? Was? Ah! Ich dachte gerade, warum verliere ich? Vielleicht, weil ich vergiftet bin. Okay. So, und du? Alle tot. Oh, wenn ich drüber laufe, verliere ich Energie. Na gut, okay. Das ist jetzt aber auch ein bisschen unrealistisch, ne? Ist ja nicht Aliens hier. Nee, ich bin vergiftet. Also, ich bin einfach vergiftet. Habe ich irgendein Antidote? Ah, da kann man nicht hin. Oh! Nein! Oh no! Das ist ja jetzt wirklich wieder der Anfang, ne? Und diesmal ist das Tor sogar zu. Ist ja immer gemeiner. Was wäre denn jetzt? Ah, da war ich. Okay. Ach, es ist offensichtlich eine andere Strömung. Ich dachte, es wäre dieselbe alte Strömung. Die alte Leier, dachte ich. Es war doch klar, dass hier noch eine Schlange ist. Ich habe es wirklich kommen sehen. I knew it. Nee, kein Bock auf toxische Beziehungen. Könnt ihr schön behalten. Da springe ich rückwärts. Aus der Affenbude raus. Puh. Ihr wolltet es echt nicht anders, ne? Suicide by Lara war das. Die hätten auch einfach da bleiben können. Oh, ich habe geladen. Nein! Was ist jetzt los? Habe ich nicht gespeichert, sondern habe ich original gerade... Nee, oh Gott, mein Gehirn. Ich dachte gerade, ich habe gar nichts gespeichert. Ja, ich mag ab und an auch mal eine Fackel anmachen. Ja, das werde ich auch machen. Shit, okay, es geht einfach nicht. Wir haben halt echt viele. Ich fände es besser, wenn es einen Shortcut dafür gäbe. Weil man das gerne mal vergisst, so, weil es auch ein bisschen lang dauert immer. Da könnte ich entlang kriechen, okay. Und da ist die Schlange. Ist ganz schön gemacht, ne? Mit ihren Zähnen sozusagen, wie sie die Zähne hier... Also sie ist, man merkt, sie ist wütend. Da. Und dann hier sieht man es noch genauer. Da merkt man es. Da hat sie diesen Max Payne-Blick. So, bevor ich hier weitergehe, gehe ich nochmal hinten lang. Da war ja noch was. Da.
Ach, okay, hier ist diese Klappe, die haben wir eben schon gesehen. Muss sie nie nachladen? Natürlich nicht, die ist reich. Das läuft alles. Dann waren wohl keine. Ah! Lasst mich in Frieden, ich lasse euch auch in Frieden. Ich warne euch. Die wollen's einfach wissen. Mutig, aber auch sehr, sehr blöd. I believe I can dive. I believe I can live like an... Oh shit, das sind Piranhas! Dachte, die begleiten mich, jetzt schwimmen mit mir, werden meine Freunde. Und dann kriegen wir eine Disney-Verfilmung. Hey, hör auf! Krass. Okay. So sieht das also aus hier. Keine wirkliche Möglichkeit hier hochzukommen. Kann man die auch erschießen, die Piranhas? Wirklich? Irgendwie glaube ich das nicht. Scheinbar nicht. Ah, okay, ja. Ich meine, okay, klar, irgendwie logisch, ne? Aber ich dachte nicht, dass sie so schnell kommen. Es ist voll doof, aber ich mache denselben Fehler nochmal. Es liegt aber eher daran. Hör auf. Alter, wie schnell die sind. Liegt wieder daran, dass der Sprung nicht dann kommt, wenn man ihn gerne hätte. Sondern irgendwie später. Außer man läuft halt genauso ran. Ja, das gefällt dir dann immer, ne? Da oben muss ich irgendwie hin. Ist jetzt schon klar? Oh oh. Geh weg. Ja. Da oben liegt auch was, aber ich komme ja nicht hoch. Was ist da unten? Ob ich da rein kann? Ohne, dass die mich fressen. Oh shit! Nein! Ah! Ah, sie ist gestorben, wie sie gelebt hat. Sexy. Aber es war es trotzdem. Ihr wisst es auch nicht so genau, ne? Ihr seid euch auch gerade nicht ganz sicher, was es sein könnte. Aber Moment, hier hinten ist auch ganz sicher nichts. Und wenn ich da runter hüpfe, das Ding ist auch zu. Das ist einfach alles zu hier. Oh. Gut so. Und springen! Nein. Ich komme mir vor wie der Typ in dem Zelt, in dem Camp vorhin. Warum ist denn Piranha zensiert von meinem Bot? So, ihr könnt jetzt Piranha schreiben.
Ach, da sehe ich doch jetzt eine. Oh nö, jetzt ist es wirklich auch nur noch unangenehm dumm. Gut. Da ist doch ein Schalter. Hör mich rein, es ist diese große Tür da hinten quietschend aufgegangen. Nee. Okay, welche andere dann? Nein, 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 nein. Lauf zurück. Da bist du Piranha-paranoid, weil du... Oh, hier unten. Ja. Das ist voll dumm. Wie soll ich das denn schaffen mit denen im Schlepptau? Ich speichere mal ab, aber natürlich auf einem neuen Spielstand. Wir sind ja nicht völlig bekloppt. Nee. Ah, okay, die kommen mir nicht hinterher. Hier ist Süßwasserland. Alter. Bist du denn völlig Banane? Der Affe springt von Ast zu Ast, bis ihm ein Ast ins Arschloch passt. Das ist alles, was ich in Biologie gelernt habe über Affen. Und bisher hat niemand es widerlegen können. Dreh dich. Bitte. Bitte dreh dich. Mir zuliebe, Lara. Gab es da kein Fadenkreuz? Nein, aber brauchen wir noch nicht, weil es Auto-Aim hatte. Oh, das ist hier, Mann, dieser indische Elefantengott, ne? Shiba? Nee, das ist ein Krypto-Coin, ne? Und ein Hund. Doch, der heißt auch, heißt der Shiva mit V, ne? Shiva. Ich würde sagen, nicht mehr lange und sehen wir noch bei Speedrandale. Neue PB. Ja, ist die PB, wenn man es zum ersten Mal durchspielt? Ohne Level-Cheats. Ich speichere mal. Ganesha. Ja, Ganesha ist es genau. Da lag ich nur ganz leicht. Dann Ganesha. Simon, geh doch einfach. Quit when you're winning. Ich glaube, da kann ich... Hier kann ich drauf laufen. Ja, genau. Ich habe gerade geguckt und war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt die neue oder alte Optik ist. Ich meine, denk so, hä? Ist das jetzt nochmal die neue? Nee, da ist schon ein krasserer Unterschied. Shiva ist sein Papa. Okay, dann lag ich doch nicht so falsch, ne? Ah, Moment. Nee. Moment. Das ist ja lustig. Da rechts, ne, ihr seht natürlich hier diese sehr schöne Textur mit der nackten Dame mit dem wallenden Huthaar. Und ich frage mich gerade, was sie da anhat. Wonach das aussieht. Das ist ganz weird. Ich frage mich, wo diese... Ach, da ist sie ja überall. Ich frage mich, wo die Texturen dafür herbekommen haben. Ich würde da gerne mehr darüber wissen. Und warum haben sie einfach jeden Quadratzentimeter damit tapeziert? Fanden die das, war das so gut? Hier, ich hätte gerne einmal die nackte Göttin. So 30, 50 Mal vielleicht. Ich will meinen Tempel mal, will ich einen neuen Style geben. Ja, aber sagt das denn auch die Gattin? Ja, ja, die hat erlaubt, die hat gesagt, ich darf da reinmachen, was ich will. Ist ja eh nur ein Gang. Ist ja nur ein Gang hier zu dem blauen Polygon. Oh, sie haben ein blaues Polygon. Das ist aber gut von ihnen. Da haben sie aber gut vorgesorgt. Ja, ja, ich weiß, hat mich auch 2 Jahresgehälter gekostet. Und was macht das so? Es leuchtet blau. Ich speichere ab. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir da unten waren und gedacht haben, Mensch, wenn wir da mal oben landen, da haben wir es geschafft.
Und dann merkt man, es geht immer weiter. Es wird nie enden, der Weg nach oben. Und am Ende bist du immer noch Mark Zuckerberg. Und dann kommt plötzlich die Apple Vision. Und ein ganzes Meta-Universum ist im Arsch. Selbst dann kriegt man es noch ab, wenn man Pech hat, ne? Oder stell dir vor, bist der reichste Typ der Welt, bist aber Elon Musk. Es ist alles hat seine Schattenseiten, würde ich sagen. Hier runter vielleicht, da unten drauf. Ich probiere es mal, auch wenn ich nicht glaube, dass das unbedingt richtig ist. Ne, und direkt auf die Arschloch-Achterbahn hier in die Hinterecke. So. Das Ding da rechts, ich glaube, das muss irgendwie wichtig sein. Okay, und dann nach rechts. Das Problem an dieser Rolle ist, die mir sehr gefällt, aber dass man danach eben diese andere Kamera hat. Und das ist genau das, was du nicht brauchst. In diesem Moment. Oh, es läuft. Okay, irgendwie kann man dahin. Ihr seht's ja. Und dann kann man sich da auch festhalten. Aber vielleicht muss man dann nicht von hier kommen. Ich hoffe, ihr merkt auch, wie viel besser es ist in der Ausrichtung. Das Springen und alles durch die neue Steuerung oder die alte in dem Fall. Es ist schon nochmal ein Unterschied zu meinen letzten Versuchen, auch wenn es hier vielleicht nicht so aussieht. Aber better believe me. Oh. Accidentally genius. Alter Schlange! Gott, ich habe zu viel davon und zu wenig Energie. Einmal nach oben. Die kriegen mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Oh, was jetzt? Hier hört's auf, scheinbar. Okay, klar. So nämlich. Nee, scheiße. Jetzt habe ich aber eine Idee. Und zwar so, dann den und dann nochmal springen. Ja. Okay. Nein, du sollst den Sprung machen. Das ist die Lara, wie wir sie kennen. Oh, da war auch noch was, ne? Hast du den ersten und zweiten Teil durchgespielt oder nur angezockt? Also ich habe ihn noch nicht, beide Teile habe ich nur angespielt erstmal, gestern und vorgestern.
Insofern, ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab's, ich hab's noch nicht durchgespielt. Ich hab's potenziell vor, aber wenn, dann jetzt auch nicht alle am Stück und gleichzeitig so. Aber ja klar, würde ich das gerne auch weiterspielen. Es, bin da ja immer sehr ehrlich, das funktioniert ja auch von den Klicks gut und das ist dann mir, wenn ich eh so viel Auswahl habe an Spielen, schon mit am wichtigsten nochmal. Aber mal gucken, ich glaube, viele Leute wollten auch nochmal reingucken und schauen, ob das Remaster sich lohnt und so und wollten ein bisschen Nostalgie schnüffeln. Mal gucken, ob das auch weiter, ob dann auch beim zweiten Video noch Leute gucken. So, ärgerlich hier. Kamera wieder mal nicht on point. Ich würde da gerne ranspringen, das geht ja. Mich festhalten und dann so rüberhangeln. Ich brauche ein Überhangelmandat. Hier vielleicht. Weil es halt nicht geht. Hab's wegen der modernen Steuerung deinstalliert, viel zu hakelig und die alte Panzersteuerung brauche ich nicht nochmal. Drul hat dann Punkt. Ich freue mich vor allen Dingen auch, wenn ich das von anderen höre, weil ich habe es auch so empfunden, dass es schon ein bisschen in beiden Welten nicht immer die Sonne ganz hell scheint. Aber ich muss halt auch sagen, dass es trotzdem enorm viel Spaß macht. Hinrennen und festhalten, ja, das ist vielleicht die beste Idee, ne? Nee, das hat auch nicht geklappt. Das muss so gehen. Es gibt eine ganz einfache Geschichte, wie man da rankommt. Die Kamera hilft mir nur leider überhaupt nicht. Ah, diesmal habe ich eigentlich gedacht, das geht. Man muss ja nur so einen kleinen Hops machen, ohne oben anzustoßen. Das ist eigentlich der Punkt, der stört. So, da. Es ist halt super nervig, dass sie diesen Sprung nicht macht. Okay, weißt du was? Leckt's mich doch am Arsch. Ohne Scheiß. Ich brauch dein Scheiß-Item nicht. Okay, doch, ich brauch's. Ha! Ich hab nicht... Keine Ahnung wie! Aber wir haben's geschafft! Mein Gott! Behave! Oh. Okay, wir gehen da jetzt gleich in die Höhle zum Affen. Aber ich habe das Gefühl, als ob wir eigentlich hier hinter uns da weiter müssen. Ach komm jetzt, quetsch dich da durch. Oh nein. Ja, ich meine, was habe ich erwartet? Das war irgendwie so klar, dass da eins von diesen Dingern ist. Okay, es geht doch hier lang. Das ist nicht einfach nur ein kleiner Nebenraum. Wie geil wäre jetzt so ein richtig schönes... Aber nein. Speichern? Ja, einen Ticken zu spät. Aber die Idee war gut. Thank you.
für eine riesige, fiese Königskobra. Voll das Ding, ey. Ja. Ach nee, der war ja, der kommt ja jetzt erst. Einfach nur auf dem anderen. Oh, wenn das jetzt nicht ein Endboss oder sowas wird. Schrotflinte? Wähle die Waffe. Also, ich meine, Schrotflinte gegen Schwert. Ja, aber gegen 6 Schwerter, ich weiß es offen gesagt nicht. Fackel, Menü plus R1. Super, das ist richtig gut. Ich hätte das nämlich alleine, hätte ich das niemals gefunden. Mein Name ist Super Idiot. Und so müssen wir jetzt eigentlich. Was müssen wir denn noch machen? Irgendwie dieses Vieh halt bearbeiten. Ach, hier den Stein natürlich ziehen. Oder? Doch. Da nimmst du einmal. Nimm sie einmal am Nippel und zieh das Ding. Okay, oder unten, mir egal. Das Feuer, oder? Das sind keine kleinen Spinnen, die ich verachte. Nee. Was? Beweg dich! Beweg dich doch, Lara! Oh. Ich dachte, ohne Scheiß, ich habe den gar nicht verletzt. Ich hatte das Gefühl, das bringt gar nichts bei ihm. Aber gut, scheinbar doch. Mit der Schrotflinte kann er natürlich nicht rechnen. Die kennt er ja nicht. Nee. No. Ihr habt's auch gesehen. Heißt es, man soll da runter oder man sollte da nicht so lange draufstehen? Ach, hier ist ja der. Nee. Da. Hab nicht das Gefühl, dass das irgendwo hinführt. Ist gut für die Haare. LR und R3, Moment. Was ist das? Ach so, Kamera. Ja, haben wir schon. Das haben wir schon bemerkt.
Nee, da ist ja gar nichts. Nee. Ich wollte ja eigentlich rutschen und dann springen, aber vielleicht reicht's auch von hier. Ah, Moment, wir drücken jetzt mal F5. Alter! Ich wollte eigentlich hätte. Ein Nein hätte auch gereicht. Ich höre die freudigen Klingen der Erwartung. Sie können es gar nicht abwarten, mich zu zerschnitzeln. Der Affe wurde aus der Existenz gelöscht. Nicht mal seine Familie weiß, dass er existierte. Oh, komm. Oh, komm! Du kannst aber auch keinen einzigen Moment mal durchatmen, wenn du in so einen neuen Raum reinkommst. Ne? Sofort ist man Döner-Lara. Ey! Das ist keine gute, das ist nicht gut. Da muss ich also laden und rennen. Okay. Ich schaff das noch. Ich bin noch vor dem Ding! Das könnte ein schwieriger Moment sein, um da abzuspeichern. Ich gehe mal lieber einen weiter. I knew it! So klappt das nicht. Also diese Momente, die sie eigentlich toll und dramatisch machen wollen, sind teilweise so dumm. Aber ich meine, solange man genug Energie hat, soll es mir recht sein. Aber spielerisch könnte man da auf jeden Fall nochmal ein paar Nachfragen stellen. Könnte man nochmal ein bisschen ins Beta testen. Okay. Kannst jetzt aufhören, Lara. Aber ich spring doch so gern. Nicht jetzt, Lara. Und nimm bitte wieder deine sexy Stimme. Oh ja, stimmt. Hab ich vergessen. Hier merkt man doch einen Unterschied, aber man sieht schon durch diese ganzen ineinandergreifenden Strukturen, sieht es fast schon ähnlich aus. Man kann es gar nicht so richtig auseinanderhalten. Okay, da irgendwas ist da ein Hebel vielleicht? Auch nicht. Ach hier, da ist ein Hebel. Jetzt wo ich langsam den Hebelblick habe, erkennt man sie dann auch.
kommt man da hoch? Gerade so nicht. Ich glaube, ich helfe mir hier mal, indem ich ein bisschen umstelle. Weil wenn, dann würde ich hier wahrscheinlich sehr schnell sehen, wenn es was zu klicken gibt oder zu drücken oder zu klettern oder zu schmettern oder zu ziehen. Ah, oder? Der hier? Ja, das sieht irgendwie so aus, als wäre das ein ziehbarer Stein. Aber vielleicht kann man den auch gar nicht in diese Richtung bewegen. Mal gucken. Echt nicht? Doch. Seht ihr? Norbus schreibt mir, alter Freund aus der Heimat, Grüße von Dübs, ist der Kollege, mit dem ich den Monday-Podcast hatte, haben gerade Neo Geo Cup 98 gespielt. Wow! Das klingt so ein bisschen eigentlich wie das, was ich gerade mache, ja. Hab gerade Tomb Raider gespielt. Doch, da ist auf jeden Fall was dran. Aber du hast es natürlich nur gespielt, weil du der absolute Neo Geo Super Nerd bist. Weil Neo Geo World Cup ist nicht bekannt dafür, das beste Fußballspiel zu sein. Okay, da komme ich hoch. Ich komme dir erstmal hoch jetzt hier. Junge. Okay. Here goes nothing. Achtung. Das ist ein Shortcut. Müsst ihr Menü plus R1 drücken, dann holt sie sich so eine Fackel. Okay, die Tür ist aber auf der anderen Seite. Soweit kann ich das Ding nicht schieben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Andererseits. Naja, ich meine. Nee. Die haben es nämlich extra hier in diesen Rand eingefasst, wo man sieht, da geht es nicht weiter. Dann würde ich ihn. Oh, ist hier noch mehr? Ist hier vielleicht auch einer? Nee. Dann muss ich ihn, glaube ich, nur hier hinziehen. Vielleicht erstmal schieben noch einen. Nee. Geht nur noch ziehen. Es würde echt helfen, wenn die Kamera nicht immer so, ne, an der Stelle wäre. Du sollst springen. Nein, springen, nicht hüpfen. Macht sie halt jetzt nicht, weil sie hier gerne bewegen würde. Sie möchte was bewegen. Okay, da muss ich hin. Ey, das war jetzt aber komisch. Das hat doch geklappt. Ich leide im Stillen, aber eigentlich.
drücke natürlich Quadrat und X zum Festhalten. Aus irgendeinem Grund ging es eben nicht. Da muss so ein Hebel sein. Ach, das, da ist ja einer. Ja, okay. Ich finde es so lustig, dass sogar unter der... unter Wasser diese Türen quietschen. Ich meine, ist sehr wichtig. Man braucht ja ein Geräusch, aber... Hä? Muss ich... Okay, irgendwie... Das Timing hat halt nicht ganz gepasst, aber ich dachte, dass das schnell genug war. Jetzt sterbe ich eh. Oh, komm ey. Ernsthaft? Tja, wer stirbt schlimmer? Sonic oder Lara, die dann nochmal weiter nach oben getrieben wird? Leiche nochmal schön nach oben getrieben. Nee, warte mal, das war der falsche... Ja, das war der falsche Spielstand, denke ich mir doch. 35. Stimmt ja. Ich erinnere mich, wo ich gespeichert hatte. Warum habe ich nicht gespeichert? Da freut sich der Chat, ne? Darauf habt ihr gewartet, auf sowas. So eine unfaire Falle. Okay, jetzt ziehen wir uns nochmal schnell. Ziehen wir nochmal schnell den Stein in die richtige Richtung hier. Einmal da nach vorne ziehen, bitte. Ah, der Hebel. Shit. Da war er, ne? Nein, du sollst da einfach nur hinklettern. Endlich. Die Tempelruine hier erledigen wir noch, oder? Die machen wir noch fertig. Und dann callen wir es einen Day. Ich frage mich gerade jetzt, kann ich hier, genau, kann ich einmal eine Drehung da und dann direkt nach vorne. So ist es wahrscheinlich gedacht, dann geht es schneller.
Dafür hat sie doch die Drehung immer geübt unter Wasser. Verstehe ich das jetzt nicht. Da verstehe ich das jetzt offiziell nicht. Ah, ja, oder? Ich glaube schon. Also ich muss genau erstmal diese Dinger hier aufmachen und dann die anderen. Das sind nicht die Tore, die ich dachte. Oder? Irgendwas britzelt. Da jetzt sind jetzt oben, das war das Feuerzeug, Elektrofeuerzeug, okay. Ach, seht mal, im Feuerschein sind da Plattformen zu sehen. Das ist ja verrückt. Das hat sicherlich eine Bewandtnis, die ich gleich benutzen kann. Moment. Wie komme ich da hoch? Da ist ja auch noch einer, okay. Ach so, ich dachte, die verschwinden, aber die sind einfach nur unsichtbar. Ja, Mann. Oh, hier ist noch was. Sehr gut. Jetzt hört er gar nicht mehr auf. Und ich wette, dass da hinten noch mehr... Okay, das hat gar nichts gebracht. Ich wollte gerade sagen, hätte auf der anderen Seite, sind ja auch nochmal diese zwei Hebel. Die müssen auch nochmal irgendwas bedeuten. Ja. Steh doch mal auf aus dem Ding. Das ist ja echt, man sieht die halt besser in der alten Version als in der neuen. Bin ich jetzt direkt daneben gehüpft?
Na endlich! Okay, hier doch nicht. Und was ist das nochmal? Also ich meine, wir haben ihn ja schon benutzt, aber ich habe das Gefühl, dass der jetzt nochmal relevant wird. Vielleicht auch nicht. Ja, also das war nicht die Tür. Da gehen die einfach nur aus. Ja. Sehe ich keinen Vorteil. Jetzt gehe ich irgendwie, wenn ich kann, nochmal auf die andere Seite. Vielleicht ist da ja jetzt was passiert. Irgendwas ist ja eben aufgegangen. Ich drücke halt immer Quadrat, ne? Entschuldigung, Kasten. Hier kamen wir her. Oh. Okay, warum das ist, verstehe ich. Ne, also eine von den Geschichten verstehe ich, nämlich diese Luke da hinten, die... Ich habe jetzt da drei Hebel gemacht, mit einer von denen habe ich die wahrscheinlich aufgezogen. Und das ist der falsche. Ist ja egal, ich habe ja gespeichert. Aber hier habe ich jetzt gerade nicht verstanden, was von mir als nächstes erwartet wird. Ich bin mir nicht sicher, ob man den Hebel mehrfach betätigen muss, ob der so ein Zeitfenster hat, wieder mal. Wenn ihr einen Tipp habt, sagt mal Bescheid, weil ich will jetzt eigentlich auch nur noch das quasi beenden, damit wir mit dem Part hier fertig sind und ich fürs nächste Mal einen guten Spielstand habe, aber das will gerade nicht so recht funktionieren. Oh, jetzt habe ich halt wieder R1 gedrückt. Dann macht sie den Flachkörper. Oh.
Okay, also ihr sagt mir im Grunde, dass einfach nur hier links die Tür aufgeht. Das habe ich aber doch schon versucht. Na, vielleicht war ich nicht schnell genug. Ich bin ins Wasser und bin wahrscheinlich nicht schnell genug dahin gekommen. Aber dann war sie zu. Mann, ich hasse so Zeitfenster-Schalterrätsel, ey. Nichts ist schlimmer als das. In allen Spielen. Okay, komm. Komm, komm. Gehen wir mal schön so lang. Oh. Das Ding und dann rechts runter. Man hört es ja auch. Es ist ja wirklich nicht... Renn, 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 renn. Weiß jemand, wann der Kanal Buddy Bros wieder on ist? Also, ich weiß, dass Buddy und Ian das nicht mehr zusammen machen, aber ich weiß, dass der Ian das weitermacht und das ist alles, was ich weiß. So, komm, was passiert hier? Da lang. Wie soll man das denn schaffen? Jetzt mal ernsthaft, du Pansen! Wir hatten das Timing hier festgelegt. Was, man kann sprinten? Ernsthaft? Neue Mechanik hier? Okay, aber wie? Wie? Linken Stick, rechten Stick reindrücken? Nee. X gedrückt halten? Nee. Kreis gedrückt halten? Nein. Quadrat gedrückt halten? Nein. Pyramide gedrückt halten? Auch nicht. R1 gedrückt halten, da läuft man. L1 gedrückt halten, nichts passiert. L2 und R. Ich probiere es nochmal. Das könnte wirklich das Problem sein. So, R2 sagen Leute. Ah ja, tatsächlich. Okay, das ist krass. Das war bis eben noch nie gebraucht worden. Es würde ja einfacher gehen, wenn du nicht so lahmarschig aufheben würdest, ne? Muss man ja auch sagen. Geh doch nach Hause, Spiel. Du hast doch wieder gesoffen. Und dann geht das Aufheben so furchtbar arschlangsam, ne? Jetzt habe ich diesen Spiegel, okay. Das sind die Spikes, okay. Sogar da hat jemand ein schönes Bild dran gemalt. Na, also ich finde, wenn du jemanden umbringst, dann kannst du es auch mit Stil machen. Na, Punkt. Was jetzt? Was? Was ist denn jetzt los? Bitte nicht. Lass mich erst nochmal... Gut.
Okay. Ab wo ist da? Hier, ne? Keine Ahnung, wie man da jetzt am besten durchkommt. Ich kann jetzt natürlich mal die Wege ausprobieren. Ich geh einfach mal durch, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt sterbe, oder? Sie hat es ja auch schon mal geschafft. Okay, hier kann man scheinbar nicht weiter. Das sieht so falsch aus. Ah, sie hat mit den Haaren geatmet. Deswegen hält Lara Croft auch heutzutage jeden Shitstorm aus. Kann sie nicht mitkommen. Lara Croft, der den Scheißekanal durchkroch, um am anderen Ende sauber wieder rauszukommen. Ah, nee. Da jetzt vielleicht? Nein. Oh cool, da höre ich meine guten Freunde. Messer und Schneide. Vielleicht geht's da lang. Nein, es geht nicht hier lang. Dieses Spiel, ey. Okay, und hier kann ich auch nicht so einfach lang. Doch, hier kann ich sogar lang, okay. Exakt, Leute, es ist mal wieder Schneidzeit. Die wollen einem auch gar nicht die Chance geben, dass man das irgendwie spontan lösen kann, sondern nee, du musst wirklich vorher wissen, dass es kommt und vorher auch schon wegrollen. Nee? Ja, doch, an sich stimmt schon, was ich da sage. Und man sieht sie noch nicht mal. Aber das mit dem Rennen erklärt, warum da so viele andere Steine schon waren. Da speichert er gleich. Wir haben jetzt 3 Stunden. Also wir sind eigentlich, so wie die letzten Spiele, auch ganz gut im Rennen. Liegen ganz gut im Schnitt so. Was? Nee! Wenn ich mich ganz flach lege, dann bin ich vielleicht eine Straße. Ja, es hat nicht sein sollen. Na toll, Affenherpes.
Die hat es auch nicht geschafft. Ja, und jetzt? Die haben das anders gedacht, glaube ich. Ich lass los. Okay. Ach, den Raum kennen wir ja sogar schon. Dachte, das wäre was Neues, aber nee, ist der alte Raum. Dann wahrscheinlich hier jetzt was reinstüpseln. Nee, reicht nicht. Zwei Schlüssel. Ist nix. Ah, da kann man auch noch runtergehen. Okay, das machen wir schnell. Doch nicht. Kein Hebel hier. Ah, bestimmt hier oben. Knapp. Achtung, ich schalte mal um, damit man das auch ab und zu mal sieht. Hä, was ist denn? Einfach so alles abgestürzt. Eingestürzt. Na gut. Ah, okay, wieder hier. Na gut. Nee, dachte ich hab... Ach, das ist schon mitgespeichert.
Ah ja, andere Seite. Ich muss sagen, der dritte gefällt mir bisher auch am besten, weil er vieles von dem gut macht, was der erste toll gemacht hat. Und ach, da wird draus geschossen, ne? Und der zweite macht mir, wie gesagt, zu viel komische popkulturelle Sachen, so Venedig und so, der ganze Kram. Und aber beim dritten hatten sie wieder ihre Formel gefunden. Und der vierte war dann einfach sehr souverän, schön Rätsel, auch eine andere Engine. Und da hat sich das Spiel dann doch, finde ich, auch wieder weiterentwickelt. Aber die ersten drei waren in gewisser Weise schon ähnlich immer, aber dann doch, ne, vom Ausprobieren her unterschiedlich. Also welche Missionen man macht, welche Sachen, welches Setting akzeptieren die Leute. So, ne, in diese Richtung. Ah, da oben. Und der fünfte war Schrott, der fünfte war Angel of Darkness, oder? Ja, da war es dann an seinem Tiefpunkt angelangt, aber danach kam dann, glaube ich, ja die Anniversary und dann ging es immer so weiter. Also es so richtig verloren hatte Tomb Raider eigentlich nie. Und ich finde die neuen Lara Croft-Teile natürlich schon nochmal was ganz anderes, aber ich finde die auch richtig gut. Also die gefallen mir total gut, aber ich würde jetzt auch Lara Croft gerne mal wieder so arrogant und so fatzkenhaft sehen wie hier und nicht so leidend gequält wie in der neuen Trilogie. Es passt zwar alles und so, ist auch nicht schlecht, aber jetzt würde ich gerne mal wieder eine cocky Archäologin steuern. Apropos. Wohin? Hoch immer, ne? Immer hoch. Aber hier ist nichts mehr. Na, irgendwie müssen wir darauf kommen. Wisst aber jetzt auch nicht wie. Diese Doppelsprunggeschichten, die man aus anderen Spielen kennt, gehen hier so nicht. Ich kann jetzt nicht rechts hinspringen und dann nach links hoch oder so. Da vielleicht, weißt du, so abspringen einmal. Aber nee, so geht's leider nicht. Moment. Das will ich. Der Kameramann ist echt ein bisschen verliebt. Ich will den Rest der Höhle sehen. Ich würde fast denken, man muss hier irgendwie das Wasser erhöhen, den Wasserstand oder so, den Wasserpegel, damit man hochkommt. Von denen hier irgendwas? Nee, wo kommen die eigentlich her? Also, wo sie herkommen, ist ja klar, von oben, aber... Ach, das ist die Decke. Was sagst du zu neuen OpenAI Sora? Ja, Sora ist absolut krass. Sora wird meiner Ansicht nach alles verändern. Aber ich meine, ich sag das ja jetzt ja nicht seit gestern, dass das genauso kommen wird. Insofern fühle ich mich da eher bestätigt. Aber die Leute haben immer gelacht. Meine, ach, nee, und Filme und so, das wird alles noch voll lange dauern und selbst dann nicht gut aussehen. Und dann, ja, nee, so ist es halt nicht. Es wird halt einfach bald auf Netflix zur Hälfte irgendwelche AI-Filme geben. Ob man die dann guckt, ist ja wieder eine andere Geschichte, aber probieren werden sie es definitiv. Dann hast du da noch Hollywood, was die ganze Zeit nur nervt und die Autoren, die alle streiken und so und alles kostet viel mehr Geld. Warum? Warum sollen die das machen, wenn sie am Computer genauso gut plumpen Scheiß produzieren können? Ich meine, guckt euch doch mal Rebel Moon an. Den hätte ohne Scheiß eine AI besser gemacht. Eine AI hätte den besser geschrieben, als es geschrieben ist. Kann ich da vielleicht rüber? So um die Ecke? Nee, ne, weil keine Seile da sind. Lara ist vergiftet. Du verlierst Energie.
Tja, Lob ist wie ein Medipack. Sag ihr doch mal was Nettes. Ich kann es ja nicht ändern, ne? Dass ich vergiftet werde. Ja, Harrison Ford wurde doch schon digitalisiert, oder? Da kannst du dich drauf verlassen, dass der kommt. Bruce Willis auch. Also jeder smarte ehemalige 90er Jahre Actionstar sollte auf jeden Fall sich digitalisieren lassen, weil das ist ein Nostalgiefaktor, den kann man, glaube ich, ganz gut replizieren, digital. Ja, scheiße. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade auch gestern hier Massive Talent mit Nicolas Cage gesehen. Und da gibt es ja auch Nick Cage, so eine junge, de-agede Version von Nicolas Cage, die ihn die ganze Zeit antreibt. Super. Ist einfach super. Und da wurde De-Aging auch mal richtig gut benutzt. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich muss wirklich sagen, ich war jetzt zum ersten Mal, sehe ich den Weg, aber weiß überhaupt nicht, was hier passieren könnte. Kann ich hier drüben hinspringen? Das glaube ich nicht. Mann, ich hasse diese ungenauen Sprünge. Es muss hier hochgehen. Anderen Weg, wenn ihr wisst, wie es geht, dann sagt mir das mal, weil ich brauche jetzt echt mal Hilfe und vor allen Dingen ein Erfolgserlebnis. Ich will diesen Level jetzt hinter mich bringen, damit ich beim nächsten dann einsteigen kann. Wirst du Tomb Raider 2 spielen? Ja, habe ich ja schon. Aber werde ich auch noch weiterspielen. Ich werde die alle, wenn die erfolgreich auf YouTube sind, werde ich die alle weiterspielen. Ansonsten war das ja auch ein sehr schöner Blick zurück hier mal mit euch zusammen. Aber ich würde trotzdem gerne diesen Part jetzt noch schaffen. Das ist so, eine Sache sollte man schon irgendwie haben, fertig haben. Fuck, es ist gerade echt schwierig. Da unten rechts wird geballert, da muss man nicht hin. Hier hoch. Und die Kamera hilft wirklich überhaupt nicht, Mann. Ich will mir die... Ich meine. Lass mich doch mal den scheiß Level angucken, nicht die Troller. Die machen einen fertig, ey, mit dem Spiel. Ja, immerhin. Ich sehe nichts. Wenn ich da rechts hin könnte, könnte ich da oben drauf. Und dann würde vielleicht sich ein weiterer Weg öffnen. Ich weiß nicht wo, aber hier, wo ich gerade stehe, stehe ich einfach falsch. Aber offensichtlich muss ich hier hin. Vielleicht, wenn ich noch höher abspringe, nee, auch nicht. Aber ich muss offensichtlich hier hin, weil da ist ja auch diese Leiter. Ist ja auch nicht ohne Grund gewachsen. Also ich finde ihren Bauch, offen gesagt. Also ich meine, ich finde, es gibt ja durchaus Frauen, glaube ich, die so eine Oberweite haben. Ob man die jetzt, ob die praktisch ist beim ständigen Hüpfen, Springen, Klettern. Ob die ne, mit 30 dann noch so aussieht wie hier. Das sind alles andere Sachen. Aber ihre Hüfte ist einfach viel zu klein. Also da kriege ich wirklich das Gefühl, ihr irgendwie würdet gerne so eine Wurst in den Mund schieben. Ich meine, das ist jetzt völlig unsexuell. Aber nur damit sie mal was isst, das geht doch so nicht. Naja. Also ich könnte es schaffen, glaube ich. Ich könnte da schräg hin. Ich glaube, ich könnte es schaffen. Ich probiere es einmal noch. Ansonsten höre ich dann auf. Genau die ist es auch. Okay. Na gut, wenn man weiß, dass sie es ist. Ameisen würden sie als Göttin verehren. Wenn sie nicht gerade abballert. Oh, einmal kurz speichern mit F5W. Der 50. Save.
Warum hat sie denn kein Seil dabei? Das sind Fragen, die ich nicht verstehe. Ihr habt's gesehen, ne? Da war ich doch eigentlich schon. Kann nur nicht mal nach all der Vorbereitung einfach nur meh. Um die Ecke gegrapscht. Ah, dann immer dieser Blick auch nach unten. Das ist schon gut gemacht. Das haben die damals richtig schön umgesetzt, einmal so das Gefühl zu geben, in so einem großen labyrinthartigen, archäologisch relevanten Areal herumlaufen zu können und Rätsel zu lösen. Das haben die einfach gut gemacht. Ich meine, wir haben damals wirklich nicht viel gehabt, was 3D-Welten anging. Und die, die es gab, waren bei weitem nicht so ausgefuchst. Ich denke, ich muss hier rüber, ne? Das ist wahrscheinlich wieder so. Das Springen! Du drückst! Und du musst aber loslassen! Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich einfach nur kurz vorher einfach auf den Quadrat-Button drücke. Also klar, so springt man ja auch. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche das nicht mehr zu timen. Ich hau einfach nur noch dumm drauf rum. Und das soll so ja eigentlich nicht sein. Nein, nein, Panik springen! Okay. Ist das dieselbe Ecke jetzt? Oh, ich dachte, ich wäre eine Ecke weitergekommen. Da noch eine fette Schlange. Nee. Sie springt nicht! Oh Leute, es ist nicht meine Schuld. Das Spiel ist einfach scheiße programmiert. Ich drück! Bringt nichts. Er macht's einfach nicht. Er meint, sie macht's einfach nicht. Und es ist auch noch, ich wette, es ist eins von diesen Scheißdingern, wo man, wobei es könnte hinhauen, wo man Anlauf nehmen muss. Ey, sie macht's halt schon wieder nicht. Es ist wirklich, ihr hattet einen verfickten Job.
den seit 25 Jahren bekannten Sprungfehler von Tomb Raider-Spielen zu beheben. Moment, jetzt bin ich ja wieder hier. Ich raff es nicht. Ich hab schon wieder falsch gemacht. Ich bin jetzt super dumm gerade. Okay. Ach, Kamera, ich brauch deine Hilfe nicht. Ne, mach ich einfach selbst, mach ich blind. So, und jetzt ist die Frage, wo ist denn irgendwas? Okay, da haben wir's. Wo ist denn jetzt mal der Weg? Der Kameramann ist hier einer sich am Abschrubbeln und checkt überhaupt nicht, dass ich gar nicht interessiert bin an der Frau. Ich will jetzt hier... Es ist immer noch falsch. Es bleibt falsch. Also es ist mit der schlimmste Raum in dem gesamten dritten Teil bisher, weil die Kamera einem komplett nur noch nervt. Für absolut nichts ist sie gut. Guck dir das doch mal an. Was soll das denn? Ein Dreckspiel manchmal. Wirklich. Keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Dahin wahrscheinlich. Das Spiel macht Spaß, aber nicht jeder Part, jedes Spiel, es muss Spaß machen. Das zum Beispiel macht keinen Spaß. Also das ist wirklich miserabel, echt einfach nur noch miserabel. Alles, was sie machen, ist miserabel. Ich nur wollte, dass sie wissen. Drücken funktioniert nicht. Loslassen funktioniert nicht. Ich drück doch schon, bevor ich loslaufe. Was soll ich noch machen? Bringt nichts. Sie macht's einfach nicht. Endlich. Nee, Leute, das ist nicht repräsentativ. Das ist eine wirklich schlimme, dumme Stelle, die auch im Original schon scheiße ist. Aber ich muss sagen, dass sie immerhin jetzt gleich vorbei ist. Das ist es wahrscheinlich. Wirklich, eine Sache noch, ein letztes. Kein Gemecker. Aber man muss sich jetzt auch mal vorstellen, du baust ein Spiel mit diesen komischen eckigen Scheißblöcken. Ist ja cool. Toll für dich. Kannst dir schön einen drauf. Und dann fängst du aber an, cocky zu werden. Und denkst, ah, wir wollen aber auch mal andere Sprünge wagen. Wir wollen mal um die Ecke springen. Und dann fängst du an, solche dämlichen Sprünge einzubauen. So wie hier die, alles, was hier in diesem Raum ist. Alles, was hier in diesem Raum ist, ist nicht für diese Engine gedacht. Und zeigt einfach nur, dass die Entwickler mehr wollten, als ihre Kack-Engine hingekriegt hat. Und was mich echt stört, ist, dass die das einfach übernommen haben. So, was meine ich doch? Glaubt ihr, ich habe nicht gedrückt? Natürlich habe ich gedrückt. Es passiert aber nichts. Sie macht's einfach nicht. Ich will wirklich nur noch beenden. Bitte, bitte, bitte. Komm, wir beenden das jetzt. Wir beenden das. Für immer.
hasse dein Scheißspiel! Bitte. Komm, wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Ihr müsst einfach bei mir bleiben. Ich schaff das nicht alleine sonst. Achtung! Halt, stopp! So fühlt man sich! So fühlt man sich bei diesem Spiel! Jetzt laufe ich mal nicht, weil offensichtlich geht es nicht so leicht. Dieser ganze Scheiß ist unspielbar. Also ich meine damit, das wäre eine sehr, sehr gute, zum Glück habe ich abgespeichert. Allein dieser Tempel wäre so eine geile Nummer für unspielbar, weil der ist wirklich schwer. Aber allein schon das von unten nach oben kommen ist schon so, so wenig gut, dass es perfekt wäre für unspielbar. Aber nur die Seiten, habe ich gesagt. Nein, es macht mir auch Spaß. Ich mache da nur Witze. Ich kann kriechen. Oh, nur der bußfertige Mann, nur die bußfertige Frau, nur die busenfertige Frau kann bestehen. So ist das also. In den. Ist das hier in den Faden des Herrn sollst du wandeln oder ist es ein Sprung des Glaubens? Ich glaube ja keins von beidem. Das erkennt man doch sofort. Drücken. Okay, nach vorne drücken geht hier scheinbar nicht, aber eigentlich... Komm, nach hinten ziehen auch nicht. Drücken. Ziehen. Geht alles nicht. Drücken, nee. Drücken geht nicht, ziehen geht natürlich. Aber ich kann ja nicht weiterziehen als da, oder? Kann ich noch einen weiterziehen? Oh, das... Nee, kann ich nicht. Ah. Okay, jetzt wo ich drei Plätze habe, könnte ich ja einen davon wegschieben auch. Also den hier. Aber da müsste ich von der anderen Seite rankommen. Und das komme ich aber nicht, scheiße. Seitlich geht auch nicht. Ziehen. Ah, das bringt mir nichts. Ah.
Das sind wirklich die guten alten Schieberätsel, ey. So kennt man das. Also ich gucke noch einmal, der geht nichts nach vorne. Da geht auch nichts nach vorne. Nee. Das Ding hier müsste ich ja eigentlich jetzt nach hinten ziehen können, oder? Von hier. Ja! Schön die Fingernägel ausfahren. Dafür haben wir sie doch. Shit. Das war gar nicht richtig. Ich hätte schwören können, das war's. Ah, okay, doch. Einen zurück. Dann noch einen zurück. Oder einen weiter. Nee, nee, genau. Einen nach links. Oh, das geht nicht. Ah, ich kann aber den da hinten. Ja, ja, ich glaube, jetzt habe ich's. Nee? Shit. Und den nach vorne auch nicht mehr. Geht nicht mehr. Dieses Bewegungsding, ey. Nein, du sollst dich drehen. Was war das für ein Film? Irgendwas ist gerade schon wieder. Irgendwas kommt mir schon wieder. Kommt von oben, von unten, von links, von rechts. Irgendwas will mich töten. Ein sehr heroischer Selbstmord. Vielen Dank, Lara, dass du uns allen das erspart hast. Aber das war ganz gut. Ey. Der Sprung. Er klappt nicht. Ich sag jetzt immer, wann ich drücke. Drücke, drücke, drücke. Was? Okay, das war jetzt auch ein bisschen blöd. Aber warum ist er nach vorne geächtet? Das solltest du nicht. So, Achtung. Sprung! Es geht schon wieder nicht. Ich mache hier irgendwas falsch. Beim Rennen kann man scheinbar nicht springen. Ah, okay, gut zu wissen. Das ist so eine gemeine Tour. Du kannst wirklich nicht. Ne? Du kannst nur, wenn du rennst, kannst du halt das machen, was ich gerade noch gezeigt habe. Das. Hier, ich zeig's nochmal. Nee, ich zeig's nicht. Bin ich bescheuert. Aber ihr habt schon verstanden, glaube ich. Dieses komische Abrollen. Ha! Hat sich endlich das Festhalten mal gelohnt. So we meet again, Höhle. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich habe gar nichts bekommen. Ach so, ich krieg die ganze Zeit dieses Ding ab. Ich wundere mich schon. Was haben wir denn jetzt hier erreicht? Ne, ich denke, beim Felder verschieben hätte ich noch was machen müssen. Genau, da war nämlich, glaube ich, noch eine Möglichkeit weiter hinten. Die Nummer. Nee, dann lade ich mal den anderen. Oh, nee, ich sehe schon. Jetzt habe ich natürlich nur... Ah, wie ärgerlich. Habe ich den Spielstand jetzt?
Aber das sollte trotzdem gehen. Oh, dieses Spiel, ey. Ich will gucken. Okay. Jetzt kann ich wieder zurück, nehme ich an. Und dann kann ich nochmal gucken, ob da nicht noch was ist. Aber wie kann ich hier jetzt noch was wegziehen? Den habe ich da hinge... Kann man den eigentlich auch... Ich dachte, man kann ihn vielleicht vor die... Vor die Kugeln irgendwie rollen. Ja, vielleicht den hier nach vorne drücken. Dann kann ich den anderen ja zur Seite wieder drücken. Nee, es sind zwei. Scheiße. Ah, ich habe eine Idee. Nee, auch nicht. Ich kriege ihn ja gar nicht hier rein, glaube ich. Nee, nee, kriege ich nicht. Das ist echt ein schwieriger, also sehr schwieriger Level bisher. Der schwerste bisher, würde ich sagen, von allen drei Teilen. Weil einfach nichts von dem so funktioniert, dass man sich smart fühlt. Aber man kriegt eigentlich die ganze Zeit nur auf den Deckel. Als ob das das Denkvermögen erhöhen würde. Was nicht stimmt. Wenn ich es nicht glaube, ich kann es euch beweisen. Den linken nochmal zurück an die Wand und den mittleren dann nach rechts und dann den linken wieder raus und dann nach links. Oh Gott, ey. Ich habe mich ja auch so ein bisschen jetzt verschoben. Ich kriege ja den linken gar nicht mehr weg. Der rechte steht auch. Ich kann die halt in die Mitte schieben. Das ist so ein bisschen alles, was ich kann. Aber der in der Mitte lässt sich natürlich wieder nicht in die Mitte schieben. Der linke lässt sich schieben. Und ich könnte den rechten auch schieben. Okay, das ist doch mal ein guter Gedanke. Dann kann ich den nämlich den einen schon mal wegschieben. Aber dann ist der immer noch ein Problem. Aber gut, trotzdem kann man es versuchen. Da, ne? Das ist nämlich das, was ich vorhin machen wollte. Den kann ich jetzt da wegziehen. Das müsste eigentlich klappen. Ich glaube, so geht's. Und jetzt direkt ein Stein. Da ist noch einer. Es ist total Sokoban, ne? Ihr seht's auch. Oh, komm. Okay.
Nichts ist da passiert. Aber okay, der eine Gang ist scheinbar aufgegangen, den man jetzt nicht sehen konnte. Na, ich werde lieber mal abspeichern. Vielleicht muss es ja ein Rennsprung sein. Ne. Ein bisschen was von den Spikes habe ich mitgenommen. Ich nehme an, da hinten ist auch nichts, ne? Ach, okay, da ist das. Ja, dann da wollen wir ja hin. Haben's gleich. Denke ich zumindest. Da! Da ist nämlich endlich jetzt die Öffnung. Was? Nee? Oh, muss ich das ernsthaft nochmal machen, oder was? Ist es ein Geschwindigkeitsding? Der dritte Teil macht mich echt traurig. Warum machen die sowas? Ach, den noch. Okay, ja, probieren wir mal, ob der auch noch. Aber wofür war denn der andere? Den habe ich doch schon mehrfach gezogen. Scheinbar muss man beide ziehen. Okay, mir soll es recht sein. Na, endlich. Der zweite Schlüssel. Jetzt muss ich nur noch in den Hauptraum. Das war eine Plackerei, ich sag's euch. Hä? Was ist denn jetzt mit der Kamera los? Das war kein Medipack, nee. Das war so ein Schlüssel für... Ich brauche zwei Schlüssel, das ist der zweite. Und dann ist der Level quasi beendet, glaube ich. Kommt wahrscheinlich noch ein Kampf. Ganz sicher will die hier auch noch was kriegen von mir. Nehmen wir schon mal die Schroddi. Und die ist mit Energie. Ne. Haben wir noch speichern. Ernsthaft? Nix! Einfach, wenn da eine Falle wäre, wäre ich komplett reingefallen. Ja, und jetzt? Was willst du da jetzt machen? Was will jetzt Angst machen? Ich bin hier total safe. Jetzt wissen wir es.
trotzdem noch einen mitbekommen. Shit. Die gute Munition. Vergeudet für die Affen. Nein, schieben. Wofür ist denn der Schieber? Ich nehme mal nicht an, dass ich den hier runterziehen kann. Nee. Ah, dafür. Das war auch ein bisschen knapp. Ich weiß wirklich nicht, was ich da noch sagen soll. Ja, ich weiß auch, da ich brenne. Kann ich da vielleicht heilen? Gegenheilen? Nee? Ja gut, nächstes Mal. Jetzt wissen wir es ja. Oh, komm. Ah gut, sie brennt nicht mehr. Keine Waffen, nur Muni. Lara! Ich will natürlich hinter ihm, ne? Ja! Durch die Power of Glitching!
Ja, dann nehme ich das doch jetzt. Das ist jetzt mir. Das Riesenschwert. Ah, da fehlen ein paar Schwerter, ne? Seht ihr? Er macht nichts. Ja, komm. So, wir probieren jetzt nochmal die anderen Sachen aus, die sie kann, wenn sie rennt. Aber jetzt geht's nicht mehr. Ich wollte rennen und rollen und wegrollen. So, nach 2 Schlüsseln, 25 Pools, 178 rollenden Steinen, 5,4 Messerchen und 2 Schwertern sind wir also endlich jetzt an der Stelle, an der, glaube ich, dieser Level aufhört, den wir seit über einer Stunde beackern. Wie ich deine Mutter. Warum? Das ist doch Quatsch, Simon. Nein! Ja, und das andere jetzt? Habe ich gerade das eine... Hä? Ich habe doch beide dran gemacht. Wo ist denn das andere jetzt hin? Wisst ihr das? Ich habe doch eben das eine Schwert links dran gemacht.
Ach, die Tür ist auch offen? Tür ist offen, okay. Aber trotzdem ist da ein Schwert fehl, ja. Okay, das war kein wirkliches Rätsel. Doch keine Falle. Gut. Schwertfehler! Ach ja, sehr gut. Ich mag plattformübergreifende Memes. Oh, das sieht mir aus, als gibt es hier gleich wieder eine herausragende Situation. Oh, der hat ein Loch im... Oh, das ist ja fies, guck mal. Du auch noch? Das gibt's auch nicht. Jetzt los. Was ist denn hier passiert? Hä? Wie? Was? Oh, nö! Ich habe leider auch keine wirklichen Waffen. Ne? Ich habe so viel Munition, keine richtigen Waffen, das ist traurig. Aber die gute alten Magnum oder was auch immer das sind, haben natürlich endlos Muni. Aber auch eine Plackerei hier mit der Lara.
Okay. Leute, laut dem Chat geht das hier noch so eine halbe Stunde. Weiß nicht, ob das für mich gut oder schlecht ist, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch eine halbe Stunde Zeit habe. Ich habe nämlich relativ viel auch heute noch vor. Dann hören wir jetzt hier an dieser Stelle auf. Ich habe ja gespeichert. Ich werde gerne, wenn ihr sagt, ey, wir wollen unbedingt noch wissen, was mit dem Dude mit dem Loch in der Brust ist. Was ist sein Problem? Kann der wieder normal an der Arbeitswelt teilnehmen? Kann ich da vielleicht auch, kann ich da Zeug lagern? Kann ich mit dem was schmuggeln? Wenn der einen Mantel anzieht, kannst du da ja alles reinstecken. Das sieht ja keiner. Loch im Bauch ist immer praktisch. Wenn ihr wissen wollt, warum das ist, dann schreibt doch jetzt mal einen Kommentar in unter das Video auf YouTube und dann spielen wir es einfach weiter an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch Spaß. Ich werde euch weiterleiten. Wohin? Das lassen wir mal gucken. Was gibt's denn hier? Du folgst. Da ist Railway Empire, könnte ich anbieten. Banishers, warum nicht? Bei Holly. Da ist auch ein Subathon von Schlorox. Warum eigentlich nicht? Oder wer ist das hier? Pandoria? Okay, ich dachte gerade, es wäre noch irgendwo. Habt ihr noch jemanden, den ihr empfehlen könnt? Donny ist da. Okay, dann nehmen wir Donny. Donny, oh, spielt natürlich Dark Souls 3. Es ist wieder seine Dark Souls-Phase. Seit 3 Stunden kämpft er sich durch ein schweres Spiel. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich werde das auf jeden Fall eine ganze Weile nicht mehr anpacken. Damit meine ich Dark Souls. Aber ich freue mich schon auf die neuen Titel, die alle dann auch in die Richtung gehen werden, ne? Die wir uns alle holen werden. So, ihr könnt jetzt gerne vorbeischauen und einfach mal schön ein mitraiden. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr hier wart. Gerne auch beim nächsten Mal wieder. Und jetzt viel Spaß bei Donny. Grüßt ihn von mir. Wünscht ihm viel Spaß in der neuen Wohnung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Klicke. Klick. Ja, war ein schönes Ding, Tomb Raider. Es gefällt mir immer wieder. Man darf es nicht zu lang am Stück spielen, da wird man irgendwann wahnsinnig, aber so 4 Stunden gehen gerade noch so und gerne, wie gesagt, spiele ich es weiter, wenn ihr wollt. Ansonsten habe ich noch Silent Hill offen, Dino Crisis 2 habe ich noch offen, The Cup wird noch zu Ende gespielt, Last of Us 2 wird jetzt bald mal wieder eine Folge gespielt, definitiv, und Underdogs habe ich für VR auch noch. Jetzt mal gucken, was wir als nächstes machen. Jetzt haben wir erstmal die 3 Tomb Raiders abgefrühstückt. Jetzt mache ich vielleicht als nächstes Last of Us. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine kleine Wiedergeburt feiert die gute Lara mit ihrem neuesten Teil schon. Wer aber was wirklich Neues erwartet, der wird wie fast immer enttäuscht. Hätte sich aber auch den Spieletitel wirklich mal ein bisschen genauer angucken können. Anniversaries, Junge. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Boah, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Ich sag Stuhl, ich zum Sitzen.